Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen Livestream hier mit eurem Lieblingslivestreamer Machi. Hier geht's heute wieder los. Wir spielen wieder Palworld. Mal was anderes. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in das Ganze. Weißt du, wir zocken ja nicht den ganzen Tag dasselbe. Auch mal ein bisschen was anderes spielen. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch. Ich bin sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre doch viel lieber von euch auf dem Uncut-Kanal. So, auf jeden Fall, hier ist es so rot, dass ich selber komplett rot bin. Das ist auch ziemlich nice. Die Flamme ist einfach ziemlich hell. Torten werden hier produziert, wie das sein muss. Ich glaube, ich muss auch einfach mal die wieder zusammen in die Zucht werfen. Da passt schon wieder was vorne und hinten nicht. Eigentlich will ich immer noch meinen super Beacon haben, aber den habe ich immer noch nicht. Also werden wir das gleich mal gucken. Hallo Freddy, hallo Misha, herzlich willkommen. Leute, wie geht's euch? Alles gut? Wie ist euer Tag bisher so gewesen? Was habt ihr Schönes erlebt? Was habt ihr Schönes gemacht? Alles sexy? So, ich will so einen Jormuntide, glaube ich, in richtig gut haben. Na, wie geht's? Ey, mir geht's sehr, sehr gut. Und selbst kann ich klagen. Hallo Robin. Ey, Robin, das habe ich gar nicht gewusst. Verlobt. Junge, verlobt, wie krass ist das denn? Ich höre nichts, die Meckes-Werbung ist zu laut. Meckes-Werbung, du bist einfach kein Sub oder was, Freddy? Freddy, kein Sub, das habe ich ja noch nie erlebt, ey. Ja, lass es dir gut gehen, Freddy, mit der Werbung. Smart River, herzlich willkommen, ey. Schön, dass du hier bist. Ey, Robin, dann alles Gute nachträglich. Sagt man das noch nach so einer halben Ewigkeit? Keine Ahnung. Ey, Freddy, vielen lieben Dank für dein Prime. Vielen lieben Dank, ey. Super lieb. Du stinkst selber. Kann ich nur zurückgeben. So, dann, was wollte ich jetzt noch machen? Den da rein und was muss dazu? Helze 4, ne? Wo ist Helze 4? Helze 4 ist 4. Ja, wir müssen heute mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht, der hat halt auch zwei echt gute Sachen, ne? Ey, es ist echt unwahrscheinlich, dass man die guten Sachen drauf bekommt, oder? Ah, nicht so sehr wie Udi? Okay, hä, warum? Hä, warum ist er denn mit drin? Was sehe ich denn da? Bruder Astegon hat sich einfach mal dazugesellt, der fand einfach mal den gelben ganz hübsch anscheinend. So, passt das jetzt? Ja, das passt jetzt, so perfekt, so soll es sein. Transportiert? Warum transportiert er? Er ist jetzt wieder reingegangen, oder was? Ist er wieder reingegangen? Ist er das Männchen? Was paaren die? Ich weiß nicht, was da rauskommt, wenn die paaren. Hör auf damit. Du nicht. Der andere soll. Der andere, der Vogel. Der schöne Vogel, der transportiert jetzt gerade. Hier, du kommst hier hin. Du gehst nicht wieder rein. Hör auf damit. So, hier, der hier. Komm mal her. Lass dich packen. So, du kommst da rein. Fred Zapp, nice, echt, so ein Macher, ne, unglaublich, der Fred. Ey, what the fuck, das habe ich echt nicht gewusst, wa? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, die machen jetzt wieder Babys und wie viel sind hier drin? Drei Torten noch. Ich habe halt kaum noch Torten, aber ich bin in der Produktion, also da sollten bald wieder welche sein. Ey, muss ich jetzt meinen eigenen da drauf schmeißen wieder, oder warum, was macht er? Er macht die Heizung an, einfach random. Bruder, nicht Heizung, Torte, Torte ist wichtiger. Scheiß auf Heizung, die brauche ich gerade gar nicht. Machst du das? Machst du auch an, oder? Hm, er guckt nur. Hallo, das Wusel, ey, Leonie, einen wunderschönen guten Tag, wie geht's dir, Mann, alles gut? Ey, er ist gerade so am Meditieren, den so zu tragen, ist auch wild, oder? Da drauf. Machst du jetzt an, oder nicht? Und hab Tekken 8 gekauft, hast du investiert, ey. Na, dann ist das halt so, na, was soll man machen? Hier, guck mal, jetzt gucken da beide hin, perfekt, läuft richtig gut wieder. Aber, würdest du sagen, hat sich gelohnt, die Investition, oder eher nicht so? Ich wollte nur reinkommen und mich beschweren, dass ich den Stream nicht gucken kann, da ich leider Ramen essen fahre. Ey, Ramen essen, hätte ich auch mal Bock drauf, ehrlich. Könnte besser, aber geht schon. Hab jetzt auch dein erstes Mal Covid. Oh, crazy, du warst einfach Covid, Jungfrau. Dann gute Besserung. Werd mir schnell wieder fit, was eine Scheiße. Ey, und ich hoffe, du hast da nicht hinterher irgendwas Schlimmes von. So wie bei mir, ey. Bei mir war danach erstmal richtig kacke. Wollen wir hoffen, dass bei dir nicht so ist. Ey, Quiver steht einfach da oben auf der Seite. Was ist das schon wieder? Quiver, bitte einmal runterkommen. Quiver, bitte an Kasse 1. Quiver, bitte. So, du kannst auch gleich mal mitkommen. Hier kommt da beide zusammen, nämlich direkt wie ein Zuchthaus. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Okay, okay. Solange das keine Fehlinvestition ist. Scheiß drauf, ey. Da kann man auch mal Geld in die Wirtschaft pumpen. Okay, er baut einfach ab. Okay, wird wieder weg, ey. Tschüss, ne? Ich wünsche dir ganz viel Spaß und guten Hunger. Lass es dir gut gehen, Robin. So, hier, die sind jetzt am Paaren, die sind auch am Paaren. Brauche ich eine Torte? Ist hier sind noch drei Torten drin. Ey, ich habe gerade gesehen, ich war ewig nicht hier, ne? Also wirklich lange nicht hier. Ich habe ja die ganze Zeit die Shorts aufgenommen. Hier ist einfach 1500 Erz drin. Alter Schwede. Und ich habe einen Bug gesehen. Ich habe einen Bug gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den hier abusen kann. Das heißt Bug. Ich weiß nicht, ob es Bug ist, so wie er. Oh, ich kann den hier abusen, oder? Nicht so viel. Ich kann hier keine Kiste bauen. Oh, hier kann ich eine bauen. Oh, ich kann das. Vielleicht. Wir testen mal was. Nämlich kann man anscheinend das hier so halten und ziehen.
dann aus dem Inventar gehen und dann... Nee, kann ich nicht. Hä? Hallo Mel, ey, freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen bei dem großartigen Livestream. Hä, wie hat er das gemacht zum Teufel? Der hat das so gezogen und dann ist er... Wie ist er rausgegangen? Ja, wenn ich rausgehe, ist es weg. Hä? Er hat das nicht so in sein Inventar gepackt, er hat das so gelassen im Prinzip, so hier zwischen. Und dann ist er damit weggelaufen. Wie hat er das gemacht zum Teufel? Mit Escape ist man dann raus. Nee, das klappt ja vorne und hinten nicht. Ich werde gescampt, ey, scheiß drauf, kein Bock mehr. Ey, die echte Mel. Hm, mal gucken, haben wir erste Nacht über Schüttelfrost, alles weh. Mich heute nicht wirklich bewegen oder was man getan hat. Konnte nicht schmecken und riechen. Oh nein, geht's wieder etwas, mal schauen, was noch kommt, ey, gute Besserung. Gute Besserung, werd mir schnell wieder fit, ey, so eine Scheiße. Ich glaube, ich hole mal eben schnell ein Panking ab. Auf entspannt, ja, einfach Mel im Chat, ey. Junge, krass. Welch eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du vorbeiguckst. Jo, guck dir an, ich bin fast as fuck, boy, mit dem Vogel bin ich so schnell, ne? Das ist einfach unnormal. Wir werden heute Bosse machen. Wir werden heute Dungeons machen, wir werden heute Bosse machen. Das ist der Plan. Okay, es ist ein wilder Plan, aber es ist ein Plan. Hier, du bist dran, komischer Feuervogel, der nicht gut ist gegen Wasser, aber es ist mir egal. Und... Jo, er ist schon Half-Life, perfekt. Junge, er ist schon ein bisschen gedroppt, ey. Okay, wir hören auf, ey. Nicht töten, bitte. Okay. Gleich gleich. Pinguin, verprüge mich, aua. Junge, 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 nein, 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 ich wollte. Oh, es passiert, Dinge. Es passiert, Dinge. Over and out, over and out. Ich wollte über. Ach so, scheiße, okay. Der hat 60% Fangchance, bleibt nicht direkt nicht drin. Ich kann nicht reden. Du bist halt an, du bist. Oder Vogel. Irgendjemand, töte sie alle. Faulpelz minus 3. Das kann nicht wahr sein, oder? Junge, wie kann ein Mensch so viel Unglück haben? Wie kann ein Spiel mich so sehr hassen? Wie dieses Game mich hasst, ich verstehe es einfach nicht. Kannst du ihn mal eben schnell töten? Was ist denn los? Anubis, du bist dran. Töte du den. Hey Mann, hört doch auf. Ja, Anubis kriegt den auch nicht gewonshottet. War jetzt an ihn. Danke Anubis, ich wollte nämlich gerne den Saft mitnehmen und die Eisdrüsen. Das wäre sympathisch. Ja, töte ihn, Anubis. Junge, er checkt ihn einfach so richtig ab. Guck mal, wie er läuft. Wie so ein Boss. Jo, der hat eine Schelle bekommen, eine 4000er Schelle, ey, direkt aus dem Leben geprügelt. So, und jetzt gehen wir wieder raus, aber der hat halt die übelsten Kackstats, der Pinguin, den ich mir geholt habe, mal wieder. Egal. So, nämlich, es gibt ja Boss Tower und ich glaube, einen gesehen zu haben, das ist wahrscheinlich der hier. Das hier ist einer, der ist nicht im Schneegebiet ist auch einer, der ist wahrscheinlich zu schwer. Der hier könnte möglicherweise für uns möglich sein, ich würde sagen, ganz spontan. Aber wirklich ganz spontan, gehen wir da jetzt hin? Und versuchen, den zu knechten. Ich weiß nicht, wie gut das laufen wird. Kann sein, dass es komplett in die Hose geht. Ich weiß es nicht. Ah, sehen wir dann. Aber ist auch egal. Wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose. Krieg, glaube ich, meine Sachen trotzdem wieder, ne? So, go. Direkt Bosskampf. 8 Minuten live. Direkt Bosskampf. Kranke Scheiße. Obwohl, das ist schon im Schneegebiet, ne? Hä? Ist das denn für mich gut? Nehme ich dann lieber den da? Oder nehme ich dann lieber den da? Ne, Feuergebiet auf keinsten, oder? Ist hier doch irgendwo ein Turm? Wo ist denn doch ein Turm? Da habe ich den Speicherpunkt nicht mitgenommen, weil ich blöd war. Ich glaube, ich nehme den hier. Kann sein, dass es in die Hose geht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich da erwartet, so wirklich. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man die macht oder so. Turm der Liga der Palfreunde. Ich habe selber keine Waffe dabei auch. Also, ja, egal, komm. Bosskampf beginnen. Was soll's? Was soll der Geiz? Hä? Einfach mal reingehen. Auf spontan. Oh. Yo, tschüss. Yo. Das sieht so geil aus. Junge, sie freut sich voll. Hä? Warum will man die töten? Sie ist eigentlich voll glücklich und so. Lili und Lailin. Lailin? Einfach Eileen. Okay, dann würde ich sagen, welches Level seid ihr? Ach, ihr habt kein Level. Okay, ist auch egal. Muss auch nicht. Ich habe meinen Vogel da voll reingepfeffert. Ey, kann mein Vogel auch zurückpfeffern? Das wäre nett. Ich will den da reinlocken. Okay, ich habe ein bisschen Damage gemacht auf jeden Fall. Das geht klar, das geht echt klar. Die hat irgendwie was anderes noch gemacht. Ja, zünd sie an, zünd sie an.
Hallo Finn, ey Finn, schön, dass du hier bist. Oh, ich hol dich mal kurz zurück, damit er diese scheiß Bombenkacke nicht abbekommt. So. Anzünden, anzünden wieder. Oh nein, ich hätte ihn nochmal zurückrufen sollen. Ich wollte ihn im Tornado nicht abbrechen. Oh, shit. Au! Shield break, overdoubt. Okay, okay, okay. Ey, mein Vogel checkt den gerade nur ab. Ey Finn, wie geht's dir? Oh, das war aber viel Damage, ne? Oh shit, jetzt geht der auf mich. Jetzt muss ich da mal kurz weg. Er macht mein Vogel was? Mein Vogel macht was und hat gehittet. Stark gehittet sogar. Junge, crazy Bossfight. Jetzt mal ohne Witz. Hä? Ich habe meinen Vogel mal zurückgeholt. Ich wollte nicht, dass er die Scheiße abbekommt. Ich wollte ihn ein bisschen retten und saven. Ich hole ihn nochmal zurück, glaube ich. Ne, jetzt ist eh zu spät, okay. Aber die macht gar nicht so viel Damage und kriegt ordentlich Damage, oder sehe ich das falsch? Schon etwas längerer Kampf. Oh Gott, mein Vogel trifft von da nicht, ey. Direkt zurückholen. Wieder draufwerfen. Du machst das schon, ey. Wie ich einfach so im Hintergrund bin und einfach gar nichts mache. Kaffee, Kek, Kuschel. Ah! Oh mein Gott, ich krieg die Scheiße hinter ab. Alles cozy. Und wie ist bei dir? Ey, bei mir auch. Ich kann mich nicht beschweren. Alles super. Hab heute wieder einen Short geschnitten und sowas, was man alles so macht. Und jetzt mache ich hier direkt einen Bosskampf am Anfang vom Stream. Ich dachte, ich gehe einfach mal direkt rein. Weil letztes Mal habe ich mir das vorgenommen und habe es am Ende dann irgendwie doch nicht gemacht, weil ich mir so dachte, ah, es gibt vielleicht auch andere Dinge, die ich machen kann. Wie zum Beispiel Händler fangen, was ja geht so gut geklappt hat. Vielleicht verliere ich auch, das kann gut sein. Aber ich glaube, wenn ich Ragnarok gleich zurückhole, jetzt zum Beispiel zurückhole, dass ich vielleicht in der Zeit den so ein bisschen wieder auffüllen kann. Aua. Wo der zum Beispiel gegen Lucario kämpft, wollte ich schon sagen, Anubis. Anubis, los. Okay, der ist gedodged. Oh nein. Und da ist er gar nichts gedodged. Er hat einfach alles abbekommen. Oh, der macht halt richtig viel Damage. Bevor die explodieren, hole ich dich zurück, ey. Bitte, Anubis, mach was. Oh, Anubis kriegt so viel Schaden. Scheiße, aber jetzt trifft er. Ja, 1200 Damage hat er gemacht. Okay. Lieber Trader töten, das wird heute auch wieder stattfinden, glaube ich. Es könnte sehr gut sein, dass es passiert. Big Mama, hallo. Ey, oh, vor allem geht's gut. Mir geht's super auf jeden Fall. Und Leonie geht's nicht so gut. Die hat Coroni-Moni, aber sonst geht's uns, glaube ich, allen ganz gut. Sonst habe ich noch nichts anderes gehört. Das wird nicht geil. Das wird nicht geil. Der Kampf geht auch länger, als ich erwartet hatte. Ich dachte, das wird so vielleicht so ein bisschen so ein kleines Mitnehmding, aber es ist absolut kein Mitnehmding. Tausendmal hat Damage gemacht. Sehr gut, sehr gut. Aber du musst zurück, du musst zurück. Jomotide, du bist dran. Go. Töte sie. Zünd sie an und sowas alles. Ja, gut so, gut so, gut so. Ich komme jetzt zu dir, ich komme zu dir. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe dir eine komische Attacke verlieren lassen, die eigentlich ganz gut gewesen wäre, glaube ich. Egal. Oh, der macht aber gut Schaden. Ey, die verfolgt mich gerade die ganze Zeit. Ey, hallo King. King, herzlich willkommen in meinem Livestream-Chat. Ey, schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir? Alles gut. Ey, das ist schon ein kranker Kampf, ey. Ey, und danke für deinen Sub, ne? Vielen lieben Dank. 27. Monat, ey. So lange schon. King, was sagst du dazu, dass du es hier schon so lange aushältst? Ey, greift der noch an? Ich hoffe, der greift noch an. Die will halt die ganze Zeit nur mich gerade. Oh, der macht so gut Schaden, ey. Krass. Zum Glück habe ich den im Team. Ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet. Oh, die Zeit läuft! Scheiße, die Zeit läuft, Chat. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich habe keine Waffe selber. Oh nein. Auf die Zeit habe ich gar nicht geguckt. Aber er hier macht, glaube ich, gerade guten Schaden. Ich fliege mal so ein bisschen um ihn rum die ganze Zeit. Sehr raus aus dem Online-Leben ist ja ekelhaft. Was ich da höre. Das ist ja sehr ekelhaft. Hast du so viel zu tun im echten Leben? Oh, Junge, macht der Schaden, ey. Oh nein, er kriegt so viel Damage. Oh, scheiße. Oh nein, ich will dich nicht austauschen müssen, weil du machst auch gut Damage. Bitte, bitte, du reichst das. Komm schon. Mach weiter, jetzt zünd sie an. Ich dodge Bubbles und sowas. Ich mach das schon. Ein großartiger Uncut-Kanal. Ey, im Moment komme ich gar nicht dazu, alles da hochzuladen. Ich habe so viele da. Das ist echt unnormal. Ich habe so viele VODs noch. Ich schaffe das nicht, die hochzuladen. Scheiße, auf Zeit spielen ist, glaube ich. Oh Gott, ich muss dich nochmal zurückholen. Wird sportlich, ich glaube auch wird sportlich, scheiße. Ich hoffe, der greift an. Ich hoffe, er greift schnell an. Jomotide, komm schon. Ja, anzünden und alles, alles. Mach alles, komm. Gib ihm noch einen Feuerkugel, alles.
Obwohl, könnte möglich sein. 10 Minuten war die Startzeit, oder? War 10 Minuten die Startzeit? Weil dann bin ich ja über die Hälfte. Ey, Sasse, herzlich willkommen, ey. Ein wunderschön. Als, guck mal, das sieht gar nicht so kacke aus. Ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Ich habe unterschätzt, dass es auf Zeit geht. Ich dachte so, vom Damage her ist bisher easy. Vor allem, ich fliege einfach im Kreis die ganze Zeit. Das klappt auch sehr gut. Die ultimative Strategie. Guckt euch das mal an. Er bespuckt die einfach die ganze Zeit mit Feuerattacken und ich fliege nur im... Oh, shit. Er darf halt nicht so viel Damage bekommen. Oh. Hä, das wird. Einmal zurückholen. Er haut gut Damage raus. Er haut wirklich gut Damage raus. Ich muss ihn nur zurückholen, wenn diese komischen Bomben kommen. Oh Gott, ey, das hätte ich töten können. Ey, Marius, einen wunderschönen guten Tag. Marius, ich habe zweimal den Raid gemacht, zweimal nicht fangen können, ey. Kann nicht wahr sein, ich bin echt am Ausrasten. Oh Gott, du musst zurück, du musst dringend zurück. Okay, Ragnarok, du bist wieder full life, da musst du wieder dran kommen. Du regelst das. Ich war echt super sad, weil ich habe echt oft fabelhaft getroffen und trotzdem ist er nicht drin geblieben. Einfach so anlag... Oh Gott, diese Bombensamen, ey, da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ey, das sieht gut aus, das sieht gut aus. 3 Minuten easy. Ich schaff den. Ey, sitzt ihr beide gerade nebeneinander und ihr grüßt euch gegenseitig im Chat, oder? Ich habe beide gemacht und beide gefangen. Ja, das ist schön. Ich habe 7-mal fabelhaft getroffen, beim zweiten ist nicht drin geblieben. Also ihr sitzt nicht nebeneinander, ich dachte. Komm schon! Töte sie! Ach, wir okay, perfekt, ja. Bubble. Aua! Die zu dodgen war nicht möglich, habe ich gerade gemerkt. Ich hab's geschafft! Oh, entspannte 5 Antik-Technologie-Punkte und ordentlich Level halt. Ordentlich Level. Junge, Junge, die sind gerade ordentlich hochgegangen, glaube ich. Das war ja easy. Easy peasy. Wo sind die Gegner, frage ich mich. Also im Prinzip war es halt echt nicht so schwer. Vor allem, weil ich nicht mal selber eine Waffe dabei hatte. Ich stand nur da und bin im Kreis gelaufen. Ich hätte mich ein bisschen vorbereiten können mit einer Waffe, ne? Hätte man können, wahrscheinlich. Aber weißt du was, ist auch egal. War hier nicht auch irgendwo ein Turm? Ja, da. Gehen wir da mal hin. Hey, Junge, das war geil. Das war echt geil. Tatsächlich hat das echt Spaß gemacht. So, heute ist der Tag, wo wir die Händler holen werden. Ey, ohne Witz, ich habe die ganze Zeit überlegt, machst du das im Stream, machst du das auf Stream? Ich wollte den halt unbedingt haben. Also jetzt ist das für mich keine andere Option, außer, dass wir den holen werden. Ja, wir machen es im Stream, ne? Wir holen uns einen. Wir holen uns safe ein. Was soll ich sagen? Wird ein entspanntes Ding. So, Terra-Kugeln, wie viel kann ich machen? Nur 8 wahrscheinlich, weil die Bruchstücke hier in der Produktion sind. Raiden in Pokémon Go läuft. Ey, das ist einfach so dumm. Es ist wirklich, also es macht keinen Sinn. Wer bist du, wo Marcel? Ja, ich weiß, Vorbereitung ist eigentlich nicht mein Ding. Aber heute müssen wir ja mal ein bisschen reinklotzen, glaube ich. Ich mache mir auch eine Waffe. Ich habe gesehen, was? Oh, ich habe 12 Torten. Oh, wie nice, ey. Wo ist der zweite schon wieder? Ne, der ist schon wieder da hinten in der Wand. Geht das trotzdem? Seid ihr am Pan oder eher nicht so? Ihr seid nicht am Pan. Och, Mano. Weil der eine schon wieder draußen rumfliegt. Ach so, du bist auch draußen. Komm rein. Komm du bitte auch rein. Was macht ihr draußen? Das macht keinen Sinn. Und ich war eigentlich kurz davor, mir eine Waffe zu machen schon, glaube ich. Aber ich habe sie einfach dann irgendwie nicht zu Ende gebracht. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Letztes Stream war alles ein bisschen chaotisch. Bosse sind durch die Map gebuggt. Händler sind erschossen worden von Miliztypen, die die eigentlich retten sollen. Es ist alles ein bisschen anders gelaufen, als ich es erwartet hätte. Hä? Geht's jetzt voran oder nicht? Ah, der ist gerade, ne? Ah, der ist gerade, glaube ich. Hey, Crazy Horse! Oh Gott, sorry! Weihnachtszeug weggeräumt. Jetzt bin ich total kaum 4 Stunden lang. Alter, was hattest du denn alles da am Start? Ne, ignorieren tue ich nicht. Sorry, ich habe dich echt überlesen. Ey, ab und zu einfach meine Augen nicht da, wo sie sein sollen. Der hat Migräne, das kann gut sein. Aber hier habe ich auch schon wieder 2 Eier. Aber da kommt eh nur schlechte raus. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Da kommt eh nur Scheiße raus. Also das sind auf jeden Fall diese Jumantide oder wie heißen? Jormantide. Alter, das kann nicht wahr sein. Du gehst mir jetzt schon wieder auf den Piss hier. Was stehst du mir im Weg? Ich will mich einfach nur porten. Lass mich bitte porten. Ich muss hier ab nach Hause. Ich habe noch zu tun. So, die Eier, die werfen wir jetzt hier rein. Die haben wahrscheinlich die schlechtesten Stats der Welt.
Also ist das so. Ich muss mehr Quivern holen, auf jeden Fall. Hier wird niemand ignoriert, Chat. Oh, das sind gar nicht so schlechte Stats. Das geht sogar noch, weil eigentlich hat er sogar negative Stats, glaube ich, der eine. Die sind anscheinend nicht mit rübergekommen. Mehr Muskeln als Verstand? Oh. 6 große Umzugskartons? Was hast du getan? Guter Läufer. Och, Mann, der kriegt einfach nicht die Sachen, die er bekommen soll. Deshalb breed ich die ganze Zeit weiter, aber es läuft einfach nicht so gut. Junge, muss ich meinen Anubis auch noch dazu knallen? Ja, Anubis, mach du mal mit. Hilf ihm mal dem anderen Anubis, dass es hier auch was wird. Let's go. 2 Level 4er da dran. So, jetzt will ich mal eben gucken. Wir haben hier den geholt. Der ist absolut scheiße. Der ist wirklich absolut scheiße. Dann haben wir den hier. Mehr Muskel als Verstand ist, glaube ich, eine gute Sache. Ne? Das ist AO. Angriff plus 30. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, der hier hat auch so ein paar Sachen, aber auch nicht so geil. Und der hier hat auch nicht so gute Sachen. Also können auch nicht was Neues, Schönes machen. So, Bälle sind fertig. Jetzt kommen wir zu der anderen Sache. Ich glaube, eine Waffe wollte ich machen. Die habe ich aber noch nicht gecraftet. Oh, ich muss noch Torten rüberbringen. Scheiße. Wir gehen nochmal schnell zurück. Schon wieder Hälfte vergessen, warum ich überhaupt da war. Und alles verstaut. Ey, einfach der Profi. Wir sind alle stolz, Crazy Horse. Stolz sind wir. Gute Arbeit. Weitermachen. Seid ihr noch am Paaren? Die machen auch gute Arbeit, die beiden. Krass. Und die sind auch alle am Schleppen hier. Schleppen die das hier in die Truhe? Oh, das wäre auch eine schöne Sache, ne? Das wäre wirklich... Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Warum bin ich da nicht drauf gekommen, die Truhe, die da ist, einfach hier hinzustellen? Junge, das wäre ja mal so smart gewesen. Schade, dass ich das nicht bin. So. Wieder zurück. Torten habe ich abgeliefert. Naja, ich war mir gerade schon wieder nicht sicher. Ich dachte schon, jetzt habe ich schon wieder reingeschissen. Nächstes Ei ist da. Dankeschön, meine Lieben. Weitermachen, weiter Eier machen, bis ich endlich meinen perfekten Beacon habe. Guter Läufer, blitzschnell, flink. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab's gerade noch gesagt. Festungskommandant ist halt, glaube ich, geht so geil. Als letztes. Aber. Was ist das auch? 20% Verteidigung? Eigene Verteidigung, 20%. Das ist halt, geht so geil. Aber. Wir müssen mal eben hier gucken, wie schnell ist der. Hallo? Hör auf zu transportieren. Ah, ich habe keinen Sattel dafür. Oh, scheiße. Habe ich den schon gelernt? Wahrscheinlich, oder? Oh. Oh. Oh mein Gott, wir müssen auch Sattel craften. Scheiße, Mann. Ah, den habe ich schon gelernt. Junge, ich habe einen annähernd perfekten Unfallstatisch. Der Vorbereitete. Ja, es läuft hier schon wieder top. Ey, einfach gegen meine Punk hauen. Ich bin so sauer schon wieder, ey. Wo kann ich... Ich kann nicht drauf zugreifen. Over and out, jetzt kann ich. Alter, mir fehlt ja irgendwas richtig heftig. Weil mir fehlt ja für alle was. So, für den brauche ich Feuerdrüsen. Und ah, die Bruchstücke fehlen mir. Ah, okay. Da habe ich aber welche in Arbeit eigentlich. Bruchstücke und Stoff. Okay. Kann ich Stoff herstellen? Kann ich? Nice. Dafür machen wir eben wieder Tag. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird. So schön den Chaos. Was für ein Chaos schon wieder. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe hier alles komplett, aber komplett unter Kontrolle. Mann, ich habe gar nichts unter Kontrolle. Warum macht er hier kein Wasser? Wo ist er überhaupt? Hä, wo sind meine... Ich habe 2 Wasserviecher, die sind beide nicht da. Du und du, wo seid ihr? Komm mal mit hier. So, du hast eine Aufgabe. Garados, komm mit. Du gehst jetzt hier hin und machst mir Bruchstücke. Zack. Jo. Oh, das geht schnell. Ey, Finn ist am Genießen. Sei dir gegönnt. Ich glaube, davon brauche ich auch noch mehr. Das kann ich auch mal eben herstellen. So, hier. Herstellung starten. Arme und Beine? Warum?
Vom Knechten? Kommt das davon? Das hat man dann öfter mal, ne? Einfach Erschöpfung, so ein bisschen. Das hatte ich bei den Workouts von Sascha Huber immer. Die habe ich immer gemacht. Junge, da war ich am Zittern. Habe ich mir die Knarre schon gemacht? Ne, das ist die, die ich machen wollte, ne? Doppelflinte, glaube ich. Das klingt doch gut, oder? Doppelflinte klingt irgendwie gut, finde ich. Herstellen. Ich mache mir eine Doppelflinte. Wenn die es nicht ist, dann ist es keine. Macht mein Garados da hinten noch Wassersachen? Ja, dass ich da ja alles habe. Junge, die machen die zu dritt und die dauert ewig. Und dann brauche ich noch Muni. Schrotmuni habe ich, glaube ich. Er steht einfach auf dem Fließband. Ey, danke. Perfekt. Doppelflinte ist fertig, Leute. Ein bewegender Moment. So, ich glaube, dieses Ding hier wird direkt entsorgt. Wahrscheinlich werde ich das bereuen, dass ich das jetzt gerade getan habe. Aber wer weiß das schon. Vielleicht auch nicht. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Fitness echt direkt mit abgehakt. Flintenmunition. Guck mal, da haben wir noch 91. So, die nehmen wir auch direkt mit. Die habe ich irgendwie von komischen Pals bekommen. Von Pals, von Typen bekommen. Yo! Die ist ja fresh! Ey, die ist echt ganz fresh, glaube ich. Kann ich die so beim Rumfliegen? Oh, okay. Okay. Ich bin bereit. Kann ich noch mehr machen davon? Noch mehr Bulli, meine ich? Wie auch von Schießpulver auch noch. Ey, Hunger. Das ist wiederum nicht so gut, dass du noch nichts gegessen hast. Oh, die braucht hochwertiges Metall, braucht die. Das ist schon ekelhaft. Das Schießpulver müssen wir mal eben gucken. Wie geht Schießpulver auch noch? Habe ich schon wieder vergessen. Aber hier habe ich doch ein bisschen hochwertiges Metall. Das nehmen wir auch mal eben raus. Essen ist wichtig, Leute. Vor allem Frühstück ist eigentlich übel wichtig. Die gibt euch die Power für den Tag. Die Frühstück einfach. Ja, hier kann ich die auch herstellen. Aber was war das? Schießpulver ist Schwefel und Holzkohle. Oh, Holzkohle ist ja auch kein Ding. Holzkohle ist ja hier und dann einfach hier machen wir mal ordentlich was. Wir machen mal richtig dick Holzkohle hier. Zack. Ich habe die ganze Zeit niemanden, der bei dem Holzding abbaut, fällt mir gerade auf. Junge, wie lange braucht ihr für Flinten, Bunny? Ah, der ist nicht gut im Handwerk, oder? Ah, du bist dran. Ah, das sieht schon besser aus. Ey, es gibt richtig viele, die nicht frühstücken, ne? Aber frühstücken ist so wichtig eigentlich. So wichtig für den Körper. Braucht ja nichts richtig Dickes sein oder so. Braucht ja kein Steak reinpfeffern am Morgen oder so, aber so was Kleines irgendwie. Du bist, machst hier deine Arbeit. Du machst perfekt. Hier, zack. Sind das 50? Oh, 15 Schuss. Okay. So. Ich bin ready. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Eigentlich einen Händler holen. Den werde ich doch elendig erschießen, oder nicht? Das weiß ich doch jetzt schon, wenn ich da so hingehe. Ah, einen Sattel wollte ich auch machen für Bieten. Kann ich mir den jetzt leisten? Wahrscheinlich auch nicht. Falscher Tisch schon wieder, Mann. Einfach vergessen. Das habe ich auch einfach nie. Frühstück vergessen. Das kann ich einfach nicht. So. Biegensattel kann ich machen. Ist zwar teuer, aber ich mache den jetzt einfach mal. Und dann muss ich gleich mal noch gucken, was ich noch so machen kann. Schönes. Ey, die Muni, die craftet halt sehr lange, ne? Ich glaube, ich brauche hier mehr Anubis oder so. So, du bist dran. Guckt euch das an. Junge, das ist doch crazy. Ich muss auch noch mehr Anubis machen. Ohne Witz, ich mache richtig viele Anubis und dann safte ich die alle auf meinen Anubis. Das ist der Plan. Wir machen eine dauerhafte Anubis-Produktion. Vielleicht kriegen wir dabei sogar noch einen besseren Anubis. Oh mein Gott, ich habe Pläne. Mein Beacon ist eh gut jetzt. Den lassen wir so. Die packen wir zurück, den packen wir zurück und den packen wir zurück. Und wie habe ich Anubis auch noch gemacht? Mit Panking. So, wir machen mal hier kurz ordnen ein bisschen.
Ist echt so, ja, das ist richtig. Kreislauf kann ich da echt killen hinterher. Blitzschnell hat der. Angriffsstratege. Ich habe einen mit Angriffsstratege. Ich habe einen mit Handwerksmeister. Arbeitstempo plus 50%. Junge, das wäre doch übel krank auf Anubis. Und Wild halt auch. Wild ist halt auch richtig gut. Oh, was mache ich? Den eigentlich, oder? Männchen. Habe ich denn einen guten Buschi? Buschi, wo bist du? Was war das? Ein Männchen? Habe ich einen guten Weibchen? Nee, tatsächlich nur den und der ist nicht gut. Ich habe noch zwei Männchen da, die haben auch keine guten Sachen. Ich habe einfach keine guten Buschis, Leute. Ich glaube, es gab auch einen anderen Weg, das zu machen. Ich muss gleich mal gucken. Es gab noch irgendwie andere Wege, das zu machen. So, Panking, wo bist du hin? Da ist er. Er läuft schon in die richtige Richtung. Komm her, du wirst eiskalt züchten. Komm jetzt her. Nein. Nein. Kein Handwerk. Nee, nee, nee. Du wirst hier nur Geschlechtsverkehr haben. Ab in dein Zelt hier. Bap. Und dazu kommt Bushi. Bushi ist auch schon hier hinten unterwegs. Er denkt auch, er kann einfach arbeiten und dem Panking entfliehen. Aber kannst du nicht. Dich hole ich so im Fliegen ab. Kommst so mit rein. Ey, da muss ich ja mir gleich eben was überlegen. Warte, es gibt noch eine andere Variante, das zu machen. Das weiß ich auch. Ich glaube, mit dem Manta und mit Azurob oder so. Wir gucken uns mal eben den Breeding Guide an. Wir sind ja hier die Profis. Nämlich, warte, können wir das mal eben so. Bin ich so gut auch wieder? Warte, so, zack. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Just Chatting Machi. Wie geht's euch hier so, Mann? Ich bin froh, dass ihr hier seid. So, wir gehen mal hier drauf, wir gehen mal hier drauf. Breeding Kalkulator. Und dann gehen wir hier drauf und dann gucken wir hier bei Anubis, wie man den paaren kann. Und ich glaube, den kann man mit ganz komischen Sachen machen. Tatsächlich, mit vielen einfachen Sachen auch. Nehme ich zum Beispiel mit. Ich meine irgendwas mit diesem komischen Mantarochen. Guten Buschi fangen? Ja, guten Buschi fangen wäre auch eine Alternative auf jeden Fall. Aber da muss ich da ja wieder die ganze Zeit hinrennen. Das ist ja auch nur ein Boss. Obwohl ich kann den auch im Feuergebiet fangen, ne? Azurobe und Van Wirm geht auch. Azurobe und Buschi geht auch. Junge, da gibt es so viele, ne? Das ist ja echt krass. Broncheri und Relaxaurus. Da habe ich halt. Nee. Oder da habe ich nicht so einen richtig guten. Haben wir im King Packer auch, ey. Was zum Teufel? Da gibt es halt so viele Varianten. Aber eigentlich meinte ich eine mit diesem komischen Mantarochen in diesem kleinen. Tombat und Sweeper? Auch? Tombat und Sweeper. Ey, die kann man ja gar nicht alle nachgucken, ob man das alles besitzt oder so. Warte, wir machen mal wieder hier Gaming. So, wir gehen wieder rüber. Habt ihr euch alles gemerkt? Alle Varianten, Chat? Ja, perfekt, habt ihr gemacht. Sehr gut. Der hier zum Beispiel, guter Läufer, Handwerksmeister, Angriffsstratege. Hä, mit was war der jetzt? Anubis? Jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt bin ich schon interessiert. Vielleicht habe ich doch eine bessere Variante. Nee, das ist mit dem Skorpion. Den habe ich ja noch gar nicht. Hä, ich habe irgendeine super einfache gesehen. War das nicht mit dem Rexasaurus? Ich bin sehr verwirrt, Chat. Wenn man Shinies breedet, können die dann auch Shiny rauskommen, wenn die Passive übernehmen? Ey, ich glaube, die übernehmen nur die Passive und werden kein Shiny, aber ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Das wäre gelogen, wenn ich da jetzt sagen würde, dass ich das hundertprozentig weiß. Erwarte, Celeray und der Rex. Wieder du bist, ja! Ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Okay, ich habe Angriffsstratege, das ist ein Männchen. Habe ich dann auch einen guten von den Rexen Weibchen? Verfressen. Oh Gott. Oh, stämmiger Wuchs aber. Das ist Verteidigung 20. Das könnte vielleicht besser sein, oder? Der alte Maschi wird das für uns testen. Ey, womit soll ich das denn testen? Habe ich zwei Shinies, die man zusammen paaren kann, wo was Gutes rauskommt? Was kommt bei der Katze?
Warte, von den Katzen habe ich halt drei Stück, ey. Von den Katzen habe ich drei Shinies. Der hat zwei echt gute Sachen. Weibchen. Also kann ich irgendwas mit der Katze paaren? Ja, weißt du was? Ich finde es heraus. Anscheinend muss ich das hier wieder rausfinden. Katze mit... Was habe ich noch? Ich habe Who-Crates. Was kommt da raus? Who-Crates, da kommt Liftmunk raus. Oder Wullipop. Wullipop. Da kommt Fuwak raus. Ah, Fuwak wäre interessant, oder? Weißt du was, dann machen wir doch hier Wullipop. Warum muss ich das denn immer machen für euch, Chat? Du bist doch der Shiny Lord, ja, bin ich auch. Habe ich kurz wieder vergessen, aber ja, bin ich. Natürlich. Ist das überhaupt das Weibchen? Ich muss da ein Männchen mit reinschmeißen. Vielleicht den hier. Zuckerwattenvieh. So, Leute, habt ihr schon einmal gepaart überhaupt? Nee, ihr habt gar nichts gemacht. Er ist direkt wieder. Er ist direkt wieder raus. Egal, du kommst auch raus. So. Ey, Wullipop ist am Weiden. Komm her. Damit hörst du gleich wieder auf. Tut mir leid, wir nehmen dich mit. Den habe ich tatsächlich gestern erst gefunden. Der war Level 26, 27 oder so. Das war echt ein Endboss. So, den hätten wir schon mal drin. Und wo ist die olle Katze? Was macht die gerade? Ich finde den auch nicht wieder, oder? Ich weiß kein... Ah, da, okay. Der kann jetzt was anderes pupen. Puppen. Aber Puppen lieben wir. So, zack. So, ihr beide macht... Ah, das sind zwei Weibchen. Hä? Wie zum Fick? Hä? Ich dachte, ich hätte... Bin ich verwirrt? Ich dachte, ich habe extra ein Männchen rausgenommen. Hör auf. Dann kommst... Hä? Das ist doch ein Männchen. Das ist ein Weibchen. Ich habe nichts gesagt. Scheiße. Ach man, der hat die größten Guffel-Stats, ey. Ja, ist ja gut, Marius. Da, so. Die machen jetzt was, hoffe ich zumindest. Macht die anderen dann noch was? Ich dachte, ich habe extra... Ich hole mir auch noch mal einen Buschi. Wir holen uns auch einen Buschi. Wir holen uns alles, ey. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll schon wieder. Die machen auch schon wieder gar nichts. Guck mal, das Ei ist fast fertig. Es knistert nur so zwischen den beiden. Wo ist denn der zweite dazu? Wer muss da überhaupt dazu? Ach so, Relaxasaurus-Dingsbums. Wo ist der? Der ist kampfunfähig. Der ist beim Geschlechtsverkehr umgekommen. Der ist gestorben einfach. Einfach gestorben beim Geschlechtsverkehr. So, zack. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Das passiert, Leute, wenn ihr Geschlechtsverkehr habt. Deshalb lassen. Guck mal, jetzt legt er sich erstmal hin. Der braucht erstmal Pause. Guck mal. Der Arme, der hat so gelitten. Den muss ich dann nachher wieder reinwerfen einfach. Ey, irgendwie Paaren ist schwerer als man denkt. Jetzt mal ohne Witz. Beckenbruch. Kann es sein. Kann es sein. Ey, kannst du jetzt schon wieder da hinten oder so? Das Herz nicht mitgemacht. Ey, hier, du kommst jetzt mit. Jetzt ist auch vorbei hier mit Pause. Ist jetzt auch wieder gut, oder? Jetzt kannst du auch wieder ran ans Werk. Beckenbruch ist wieder geheilt. Hast dich kurz hingelegt. So. Ja, weiter geht's. Ah, er geht erstmal essen. Ja, ist gut. So, Buschi. Buschi gehen wir hin. Sweeper gehen wir hin. Wir nehmen jetzt die ganzen Bosse mit, die wir noch nicht mitgenommen haben. Die werden alle unterm Arm mitgenommen. Und dann gucken wir mal. Buschi ist halt wichtig. Habe ich den... Oh, den Biegensattel habe ich... Ich habe den Biegensattel nicht mitgenommen. Ach, Mann. Ach, Mano, warum ist das denn immer so? Warum ist mein Hirn denn immer überall und irgendwo? Ach, Mann, ich wollte doch meinen neuen Beacon mal testen. Jetzt hier liegt der Sattel rum. Den kriege ich jetzt schon wieder nicht gegriffen, ey. So. Was konnte ich doch machen? Ich hatte richtig interessante Sattel. Zum Beispiel für den, den würde ich auch gerne testen. Den würde ich eigentlich auch gerne testen. Einfach so vorbereitet sein wie du. Ja, krass, ne? Echt so. Den will ich auch sehr gerne testen. Dafür brauche ich überall hochwertiges
Metall und Feuerdrüsen. Und Polymer hier. Und auch hochwertiges Metall. Also, ich hatte noch einen Planer. Ich weiß nicht, ob ich das on-stream mache. Ich glaube eher nicht, weil das, glaube ich, langwierig sein könnte, vielleicht. Ich wollte diese Dig-Toys, kennt ihr die? Das sind diese Turtles. Die wollte ich mir so abhaaren, dass da, wie heißt das? Irgendwie Bergbaumeister oder sowas drauf ist. Oh, der ist auch schnell, der Gockel. Junge, der ist echt schnell, der Gockel. was soll das denn? So, zack, Anubis, du bist dran. Hey, Bella habe ich auch nur 25, ne? Junge, so viel Damage. Die Dick-Toys, meinst du? Ach, Junge, ich wusste, dass irgendwas kommt. Aber die heißen einfach so. Was soll ich machen? Ich wollte es erst nicht wahrhaben, aber. Ey, bitte töte ihn nicht. Töte ihn nicht, töte ihn nicht. Oh. Ja, er ist gedodged, er ist gedodged. Kann nicht wahr sein. Geh einfach schlafen. Endlich sagt's mal einer. Ohne Witz. Wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit, dass das mal einer sagt. So, jetzt, wo geht's jetzt hin? Ey, den habe ich auch noch nicht gemacht. Bronze Cherry Aqua. Der klingt, als wäre irgendwie eine neue Wassersorte, ey. So, wo muss ich da hin? Oh, hier ist so ein Cave. Da ist es safe drin. Das sieht doch schon wieder so aus. Mit meinem neuen Elektro-Gockel, den ich noch nicht gelevelt habe. Ey, da kann man gut mit durchfliegen, tatsächlich. Ja, das ist übel nice. Okay, so viel dazu. Hab nichts gesagt. Miu. Ey, der ist ja das. Ey, der sieht cool aus, tatsächlich, oder? In Blau? Finde ich nice, aber Wasser ist bestimmt nicht gut gegen Erde, aber egal. Anubis ist strong, ey. Wenn das einer kann, dann er. Anubis guckt sich gerade seinen Feind aus, habt ihr das gesehen? Schießt er auf mich direkt? Der guckt so in meine Richtung. Junge, mein Gockel, wie hatte ich den denn in der Hand? Yo! Wie hab ich meinen Gockel in der Hand? Egal, ich schieß trotzdem. Was habe ich da gerade gesehen? Schon wieder. Och, Mann. Das macht ja gar nicht mal so viel Schaden, die Pump. Oder kommt mir das nur so vor? Junge, mein Gockel! Aber die lädt nicht so lange nach, das ist der Vorteil. Junge, er will halt unbedingt mich töten auch. Warum denn? Nicht drüber nachdenken, einfach hinnehmen. Einfach hinnehmen. Einfach hinnehmen. Oh, Junge, ey. Ich muss ein bisschen aufs Leben achten von dem Vieh auch, sonst tötet er ihn gleich. Ich hab den noch nicht gefangen, glaube ich. Also allgemein noch nicht gefangen, glaube ich. Ey, scheiße, was sehe ich hier nur wieder? Ey, Anubis, willst du ja auch mal Damage machen oder nicht so? Ja, geht doch. Oh Gott, nicht töten, bitte. Das ist ja nicht so nett, aber ich glaube, du tötest ihn auch nicht, wenn du ihn triffst. Ah, komm, hör mal lieber auf. Sonst geht das aber in die Hose, ich kenne dich doch. Ihn. Ey, das war easy. Das war Speedrun, könnte man sagen. Das war fast schon Speedrun. Einen neuen Paar. Junge, das für ein Gockel ist legendär. Jetzt mal ohne Witz, das sieht einfach zu nice aus. So, jetzt kann ich hier mit dem vielleicht durchrennen. Da habe ich auch guter Schritt und noch irgendwas drauf. Blitzstrahl habe ich gelernt. Biegen kann jetzt Blitzstrahl. Guckt euch das an. Einfach fest. Es war einfach mit allem so schnell unterwegs hier. So, was war der nächste? Irgendwie hatten wir noch einen Boss hier auf der Map, den ich mitnehmen wollte. Sweeper, ne? Ja, Sweeper ist ja to go wahrscheinlich. Der wird kein großes Ding sein. Der ist Level 11 oder so. Da können wir einmal mit der Pump drauf schießen, da liegt der schon. Fliege ich richtig? So halbwegs.
Weil die wollte ich schon die ganze Zeit mitnehmen, hab's aber nicht gemacht. Lunaris genauso. Lunaris will ich vielleicht auch mitnehmen. Einmal so einen kleinen Boss-Run machen. Und dann geht's wieder Richtung Händler. Ich werde es bereuen, das Ganze gesagt zu haben, dass wir da nochmal hingehen. Aber ich glaube, das wird ein Ding sein, dass wir nochmal zu den Händlern gehen. Und ich will den fangen. Ich will den im Stream fangen. Das ist mein Plan. Ihr sollt alle mitbekommen, wie erfolgreich ich bin. Ihr sollt mitbekommen, wenn es fehlt. Ihr sollt mitbekommen, wenn es was wird. So ist das einfach, Leute. Ich gönne euch alles. Ich gönne euch, dass wir siegen zusammen und dass wir verlieren zusammen. Wir sind ein Team, Chat. Was kann der eigentlich? Ich habe den noch nicht einmal getestet. Kann der irgendeinen coolen Angriff? Leben ist gut. So, was kannst du? Blitzstrahl. Oh, okay. Elektro-Schockwelle. Ah, okay. Interessant, interessant. Gute Angriffe. Ich habe keine Ausdauer mehr. Da ist Sweeper und Sweet. Der hat die ganze Familie hier zusammen. Geile Scheiße. Ich werde euch alle schocken. Ne, ich werde euch doch nicht schocken. Falscher Angriff. Ich werde euch jetzt schocken. Oh, drei sind tot. Jetzt hast du dich mal mitbekommen. Okay. War gar nicht wieder. Oh, der Strahl hat ja übel Cooldown. Du wirst mich nie treffen. Ich bin fast as fuck. Oh mein Gott, ich hätte ihn fast getötet. Meins. Hey, Sweeper, herzlich willkommen im Team. Ungeschickt ist der. Natürlich hatte er wieder eine schlechte Passive. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich mal was Gutes kriegen würde. Broncherry, da gehen wir als nächstes hin. Mitten in der Nacht. Mir egal. Hallo, guten Tag, Wilderer. Wir müssen hier einmal durch. Wir haben noch Bosse zu machen. Hier, die Map wird jetzt einmal aufgeräumt. Fliege ich richtig? Ich fliege genau richtig. Heute kann uns niemand aufhalten. Bosse, kein Problem. Händler, kein Problem. Dungeons werde ich auch noch machen. Auch die sind kein Problem. Wo finde ich den denn? Oh, hier irgendwo. Da sollte ich vielleicht lieber was anderes einsetzen. Zum Beispiel, du bist dran, Feuer Garados. Attacke. Guter Schuss. Oh, der macht Damage. Der macht echt Damage. Oder? Guckt euch das mal an. Der ist nur am Schießen. Oh, okay, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Das ist ja gut. Okay, okay, ja. Machst du gut? Okay, Ende, Ende, Ende. So. Aua, hä? Okay. Bleib einfach drin. Bitte. Danke. Nächster. Wer ist der Nächste? Junge. Da will ich nicht drüber reden. Da will ich gar nicht drüber reden. So, wo ist der nächste Boss? Da, Lunaris. Wir müssen hier hoch. So, nehmen wir auch noch mit. Hab einen Shiny Sweep. So, ey, die sind echt cool. Ich finde die eigentlich auch ganz lustig. Ich bin die sogar. Ich habe mir dafür voll einen Sattel geholt. Oh Gott, ich kann nicht reden, ey. Wofür, wofür? Dafür habe ich mir einen Sattel geholt, aber ich weiß nicht. Ich habe mich draufgesetzt und dachte mir so, ah, das ist ein bisschen langsam. Das ist ein bisschen sehr langsam. So, zack. Nächster. Lunaris. Kann sein, dass ich mich übernehme. Der ist ein bisschen höheres. Schläft. Der schläft. Ich muss es tun. Für Content. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen, ey. Ja, gib mir eine Schelle. Ich bin hier nicht. Oh, wie viele. Oh Gott, ey. Irgendwie macht die Pump weniger Damage, als ich auch oft hatte. Bin hier gar nicht. Gib mir eine. Los. Anubis läuft so chillig auf den zu, ne? Ah, okay. Hast gedacht, ne? Hast gedacht. Anubis, was machst du? Oh.
Geh mal näher ran. Ja, aber näher ran hat die auch nicht viel Damage gemacht. Ich hab schon getestet. Ich bin schon hier. Guck mal, 14. Auch nicht so krass, oder? Ich weiß nicht. Ich hab ihn. Junge, was passiert denn hier? Läuft hier mal was nach Plan? Ich glaube es nicht. Und hallo Lampe, ey. Lampe, schön, dass du hier bist. Aber geil. Nehmen wir. So, haben wir hier jetzt alles fertig? Hier haben wir absolut alles fertig. Das war ja tiefenentspannt. Jetzt Blazermut. Nein. Junge, die sind so hohes Level, ne? Die sind richtig hohes Level. Der ist Level 45. Was sind denn noch Bosse, die wir noch nicht haben? Oh, der ist mir weggebuggt. Den hätte ich doch schaffen können. Da will ich eh den Speicherpunkt haben. Ist hier irgendwo so ein Porter in der Nähe? Ey, einfach gar nicht. Was zum Teufel? Falscher, ups. Mann, Jet Dragon, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Oh, nehme ich den schnell mit? Kann ich den so mitnehmen, ohne genervt zu werden eigentlich? Kann ich den mal eben so... Einfach geklaut, ey. So, meins. Weiter geht's. Ja, Jet Dragon, hast du jetzt schon? Marius? Nee, ne? Safe nicht, oder? Obwohl, dir traue ich alles zu. Du bist echt süchtig auch. Du bist süchtiger als die meisten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du hast. Ich habe gar nicht abgecheckt. Du hast ja sogar hier... Bei anderen Leuten hast du ja sogar gezockt. So weit ist es schon. Kann ich dann den hier auch noch eben mitnehmen? So, wo ist der nächste Porter? Da hinten ist noch so ein grünes Ding. Ey, Ausdauer ist wirklich das einzige Problem, ne? Bei den Flugviechern. Aber habt ihr den Level 50 Boss gemacht? Hä, weiß ich ja nicht. Ich glaube, es gibt auch... also, es gibt mehrere Strategien, sowas zu machen, habe ich schon gesehen. Du kannst halt zum Beispiel deine Base daneben aufstellen. Also, ich kann jetzt auch eine dritte Base platzieren. Und du könntest halt... eine Base daneben aufstellen und die ganze Zeit halt welche nachfüllen, ne, die dagegen kämpfen. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich auch gesehen, dass Leute das bei Anubis machen halt. Aber ob das so geil ist, weiß ich auch nicht. Oh, da hinten. Da hinten ist noch einer, den muss ich eigentlich hier mitnehmen. Was ist das Rote da hinten? Hä? Hab alle drei Basen schon verplant. Ich eigentlich... nicht so richtig, weil ich habe jetzt zwei Erzfarmen so gesehen und die eine ist halt mit der Steinkohle noch dazu. Die würde ich eigentlich ganz gerne mal umplatzieren, also meine alte. Ach lol, ha, das leuchtet hier, meine Farm. Ich dachte, was geht hier denn ab? Ey, die sind echt krass, ne? Diese Astagon, die müsst ihr euch auch holen. Die haben Stufe 4 Bergbau und die arbeiten auch in der Nacht. Also die sind absolut crazy. Seitdem habe ich auch richtig viel Erz. Guck mal. Guck mal hier. 1600 Erz. Vorher hat die ganze Zeit kein Erz gehabt. Jetzt einfach super viel. Wo wollte ich hin? Ah, ich wollte nochmal hier den Heini hier machen, ne? Und den kann ich halt auch machen. Der ist 35. Den kann ich auch machen. Und der ist 38. Den kann ich wahrscheinlich auch machen. Ey, Dirk. Dirk, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Livestream-Chat. Schön, dich hier zu sehen. Erzfarmbase und eine, wo ich ganz viele Katzen habe für Gold und ein paar Felder für mehr Essen. Ey, das mit den Katzen ist gar nicht so blöd, Marius. Das mit den Katzen ist mal wieder eigentlich echt irgendwie ein smarter Move. Was zum Teufel? Da bin ich doch nie drauf gekommen. Ey, Dirk, wie geht's dir, Mann? Das ist ja Unlimited Money Glitch, ist das. Ist schon true. Das ist nicht blöd. Ich überlege schon so Salat mal zu machen. Aber da muss ich halt Kohlköpfe anbauen und so. So, wo muss ich denn ganz hin? Aber was will man denn mit den Unmengen an Gold? Ich fliege falsche Richtung, by the way. Keiner sagt was. Bin aber auch ne jeder einfach. Dirk, einfach jeder. Kann ich nachvollziehen. Das macht doch super, super viel Spaß. Ich glaube, jeder hat an dem Game Spaß.
Ich habe bis jetzt echt noch niemanden gehört, der gesagt hat, dass er das kacke findet. Tatsächlich echt nicht. Und das ist eigentlich bei jedem Game so, dass irgendjemand was zu meckern hat. Aber hier habe ich bisher noch nichts gehört. Wo jemand zwei Katzen reinpackt. Sieht und erntet eine Energie. Mehr fast als mit Ark. Ey, ich. Oh. Oh, nehme ich den auch nochmal mit? Den nehme ich auch mit. Also ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn ich es ungerne zugebe, als Ark Lord 9000, ich habe mehr Spaß als mit Ark. Ich habe mehr Spaß als mit Ark. Tatsächlich ja. Und das ist auch nicht schlimm, glaube ich. Aber ja, Bugs, ich hatte ohne Witz, ich hatte richtig hart mit Bugs zu kämpfen. Letztes Stream, ich habe noch nie so hart mit Bugs zu kämpfen gehabt. Mir sind zwei Händler durch eine Wand gebuggt. Mir sind zwei Bosse weggeflogen, wo ich die gerade gemacht habe. Ja, und ja, okay, dass die Miliz dann den Händler erschossen hat, ist wahrscheinlich kein Bug da, aber das war trotzdem komisch, aber. Ja, ich habe schon gesagt, also am Ende des Tages denke ich mir so, ja, aber Content nehmen wir mit, aber an sich schon wieder, also das war ja ganz schlimm. In dem Moment denkt man sich so, kann nicht wahr sein. Ich kann das alles nicht mehr. Fleißig. Ah, zumindest mal was Positives. Das mit den Händlern habe ich eben auch gehabt, ja. Mir ist der. Zwei Händler sind mir weggebackt, als ich fangen wollte. Das ist es, das ist es. Also ich bin ja auch absoluter Pokémon-Fan, ne? Also bei mir seit der Kindheit, ich habe mit 6 Jahren oder so, keine Ahnung, war, habe ich Pokémon Rot gespielt, auf dem Game Boy Color damals noch. Und ich war immer drin im Pokémon-Game. Ich habe auch jedes Spiel außer Heart Gold und Soul Silver. Das sind die einzigen, die ich nicht habe. Aber das hier, ey, so, so geil. So, so geil. Ja, aber du musst zugeben, Marius, Pokémon Go macht im Moment auch mehr Spaß, als die Edition zu spielen. Pokémon Go bin ich auch wieder mehr am Suchten. Aber die Edition, jetzt wo man so diese Grafik hier. Was ist mit dem Ei los? Jetzt wo man diese Grafik hier so hat, denkt man sich so. Ah, schwierig. Das ist echt so, ja. Das ist wirklich so. Obwohl ich glaube, dass. Pokémon schon viele. Ich glaube, dass Leute Pokémon gegenüber negativer eingestellt sind, deshalb auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil, wenn man dann das hier so sieht, was hier so ein paar Leute zusammen gemixt haben mit echt wenig Budget, und dann sieht man da Nintendo, die da ihre Millionen reinknattern, und da kommt dann grafiktechnisch was ganz anderes bei rum. Dann stellt man das wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in Frage als vorher, ne? Budget, hä? Wie spricht man das sonst aus? Buget oder was? Soll ich das denn sonst sagen? Ey, Wumpobotan. Sonne und Mond habe ich tatsächlich, habe ich das beim ersten Mal auch nicht durchgespielt. Dann habe ich das später in meinem Schrank gefunden. Dann habe ich das komplett. Oh mein Gott, der kriegt ja auf den Sack. Warum kriegt mein Jormontide auf den Sack, wenn wir schon so deutsch unterwegs sind. Dann habe ich das durchgespielt, als ich das im Schrank wiedergefunden habe. Und dann habe ich mir sogar noch Ultrasonne und Ultramond gekauft hinterher. Weil ich dann wissen wollte, was es damit auf sich hat. Weil ich das dann doch gar nicht mehr so schlecht fand. Ey, der buggt doch schon wieder rum. Der springt schon wieder oder so. Ah, ganz komisch. Lol, du hast so viel geskippt. Als ob. Oh Gott, da muss der raus. Das macht echt viel Damage. Wumbo-Botan ist strong, ey. Scheiße. Ich muss meinen gleich einsammeln, der ist echt low. Gale-Claw, glaube ich. Gehen die Dicken echt so. Hat echt keine Chance. Aua. Ich habe auch keine Chance. Ey, greifst du an oder nicht so? Ne. Ne, 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 damit fangen wir gar nicht erst an, ey.
Den haust du mir nicht schon wieder nach Lampukistan. Ey, ich mach dir aber auch 3 Damage, ey. Dafür, das ist mir die Pump-Muni gar nicht wert. Glaube ich. Samenbombe. Ey, das ist echt Samenbombe von Pokémon einfach, fällt mir gerade auf. Au, oh, scheiße. Junge, ich habe gerade auf den Chat geguckt in dem Moment, das ist so unfair. Wollte ich mir nicht extra eine Switch dafür holen? Ja, ich habe mir tatsächlich schon extra eine Switch dafür geholt. Obwohl Switch ist an sich auch geil, ich habe die auch mit dem Urlaub gehabt und so. Switch ist schon eine schöne Konsole, ich mag die sehr gerne. Ich habe die auch im Krankenhaus, wo ich im Krankenhaus war, habe ich die auch viel benutzt. Da habe ich dann Nexomon drauf gespielt. Junge, irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch mein Leben, habe ich das Gefühl. Ey, Junge, 800 Damage hat er gerade bekommen. Junge, wilde Scheiße. Bombo Botan, was ist los hier? Willst du nicht mal sterben oder so? Ja. 2% Chance. Ach du Scheiße. Ja, jetzt macht meine Pump 9. Junge, 3% Chance. Ich kann gleich neue Bälle machen. Ich glaube, ich unterschätze den Schaden. 31! 31 HP. Niedriger kriege ich ihn nicht. Oh Mann, kann ich doch irgendwas machen? Was kann ich machen? Er ist drin. Ah, die gute alte 3% Chance, ne? Nimmt man wieder mit. Ich glaube nicht, dass ich das im Stream spielen werde. Glaube ich erstmal nicht. Ich habe es nicht mal auf Stream ein bisschen angezockt. Wollte ich eigentlich. Nice. 6 Bälle noch. Ich finde es ja nicht in Ordnung, dass du deine Bazooka-Panda nicht mehr dabei hast. Ey, ich eigentlich auch nicht, jetzt wo du sagst. Eigentlich ich auch nicht. Triblitz. Der sieht wild aus. Hä, es klappt aber gut, ne? Wir haben gerade einen guten Lauf eigentlich. Ah, den würde ich gerne skippen. 45, das ist mir ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ich glaube, mit 6 Bällen will ich mit 6 Bällen zu dem einen Heidi da noch hin. Ah, kann man machen, glaube ich. Komm, wir legen es mal drauf an. Grünbach. Die kämpfen einfach gegeneinander. Zwei Affen kämpfen einfach gegeneinander. Bin ich hier richtig? Nee, das wird schon gut gehen. Ist hier in diesem Livestream jemals etwas schiefgegangen, Chat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Ich könnte mich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal hier irgendwas in die Hose gegangen ist. Außer 6-mal der Händler. Aber das war eine andere Sache, da will ich auch nicht weiter drüber reden. Ey, das mit der Schrotmuni, das ist ja ein bisschen... Ich dachte, das wäre jetzt meine neue OP-Waffe. Die so richtig reinknallt, aber die knallt gar nicht so hart rein. Hallo, guten Tag, ich wollte... Oh, hä, der sieht aus wie Cinderace von Dings. Ja, der sieht aus... Leute, der sieht 1:1 aus wie Dings. Wie heißt er auf Deutsch? Ich weiß, wie er auf Deutsch heißt. Der Feuerstarter aus Schwert und Schild. Der Fußball spielt. Scorbunny ist der Erste. Scorbunny ist der Erste, das ist auch Englisch, du Eimer. Florian, ja, Florian, richtig, so heißt der. Silbereisen. Ey, scheiße. Ich glaube, ich muss dich mal zurückholen. Aua, der trifft. War nur ein Test, ja. Hä, mein Anubis haut ihm keiner rein. War nur ein Test, ja. Sonst auch, ja. Junge, der sieht so genauso aus. Der läuft sogar so. Der ist schon ein bisschen gerippt. Bin ich ehrlich. Also der schießt sogar mit dem Fuß. Ihr wollt mich flachsen. Ihr wollt mich flachsen. Ich sterbe übrigens. Ich glaube, ich sterbe. Oh, Junge, ich habe den Schuss nicht mal gesehen. Libalo. Aber der ist Pflanze. Der ist echt Pflanze, da hast du recht. Mein Schild baut sich gerade wieder auf. Ich muss los. Junge! Warum denn? Er springt rückwärts und gibt mir eine Schelle. Er ist nicht scheiße.
Ey, hätte ich den Wirbel abbekommen, wäre ich tot, glaube ich. Das hier ist einfach Libalo gegen Lucario gerade. Jetzt ohne Witz. Pflanzen Libalo gegen Lucario. Und Lucario hat keinen Bock zu kämpfen. Send die mal bitte an. Okay, ich glaube, das muss aufhören, sonst stirbt er hier noch. Och Mann! Ich habe nur 6 Bälle und schieße einen sonst wohin. Aua. Okay, 2 noch. Chat, 2 noch. Einen noch, Chat. Einen noch. Okay, ich habe noch grüne. Ich habe noch gelbe. Der letzte rote. Der letzte. Pflanzen Libalo gegen Boden Lucario. Hey, einfach wirklich. Das war wirklich der Kampf da gerade. No joke jetzt. Was habe ich da gesehen? Das ist ja so krank. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich habe die ganze Zeit habe ich sie in Schutz genommen und habe gesagt, nee, das ist kein Rip. Die klauen keine. Aber bei dem gerade, da muss ich sagen, das sah schon hart geklaut aus. Genau dieselbe Passive wie du. Was hat er für eine Passive gehabt? Ich habe es nicht gesehen, ey. Geistig labil. Ach so, danke. Danke, Bruder. Echt nett wieder. Ich muss Metall rüberholen. Heute Ausgleich zu gestern. Echt so. Musste auch wieder. Nach dem gestern muss ich mich auch wieder ein bisschen erholen können hier im Stream. Echt. Mal wieder ein bisschen runterkommen. Hier ist ja alles. Oh, shit. Haben die echt mal... Die haben mal gepaart einfach. Junge, Junge. Die riesen Dracheneier sind am Start. Hä, was eigentlich? Ist zu Hause was passiert? Ich habe gar nicht geguckt. Ich wollte eigentlich Metall mitnehmen, by the way. Das war mein Plan. Ey, es gibt einen Bug, dass man das hier so hinziehen kann und dann kann man weglaufen und dann kann man es in eine andere Box packen. Und das werde ich mir jetzt nochmal angucken und ich werde es rausfinden. Und ihr seid live dabei, Chat. Ihr seid live dabei. Weil ich habe mir das extra gespeichert, weil ich dazu ein Video machen wollte. Und ich weiß nicht mehr genau, oder habe ich es doch nicht? Vielleicht habe ich es mir doch nicht gespeichert. Hat mir das jemand bei Insta geschickt? Oh Gott, ey. Enterhaken. Enterhaken, dann kann man überladen laufen. Das geht auch. Aber es gibt noch was. Es gibt, dass du das so ziehen kannst, ohne dass du... Warte. Hier ist ein cool Glitch da. Right now in Pal World. So first, open up your inventory and you can see this little timer indicating when this food will go bad in a spot. Ey, das ist was anderes. Scheiße. Wo ist es? Ey, ich hab das gesehen. Ich würde es euch so gerne zeigen. Aber ich hab's mir anscheinend nicht gespeichert, weil ich ein Dödel bin. Das wäre auch zu schön gewesen. Man kann das, also im Prinzip, das Prinzip kann ich euch erklären. Aber irgendwas anderes muss man anscheinend drücken, weil du kannst das hier ja so hinziehen, hier. Und dann kannst du das so gedrückt halten, damit zur anderen Box laufen und das da wieder reinpacken. Also du hältst das die ganze Zeit hier so in der Mitte gedrückt. Und währenddessen kann ich... Warte, wo macht man auf? F? E? F ist eigentlich öffnen, ne? Also du packst das gar nicht in dein Inventar, sondern hältst das so in der Mitte. Und damit läufst du dann rüber und kannst das hier loslassen, in der anderen Box. Ich weiß auch nicht, was du drücken musst. Er will wieder abusen, so. Nee, gar nicht laut, sorry. Ich habe doch nicht gewusst, dass der Ton direkt angeht. Ey, das finde ich halt nicht wieder, ne? Das finde ich halt echt nicht wieder, glaube ich. Schade, das wäre auch zu schön gewesen. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschickt habe. Irgendwie habe ich das geschickt. Schade. Ach, Mano. Ja, nee, da muss ich das so doch tragen. Da muss ich hier wieder hart arbeiten, ey. Enterhaken habe ich gar nicht dabei, oder? Ah, der ist eh buggy ab und zu. Da machen wir erst hier den uncoolen Weg. Den sehr uncoolen Weg. Mano, nee, wir abusen hier gar nichts. Wir spielen hier ganz offiziell, wie ihr sehen könnt. So. Dann packe ich das hier rein. So. Und jetzt nehme ich den ganzen Bums mit. Guck mal, 1800 Erz. Ich bin reich. Du musst Tab drücken.
Stifler, du bist es. Wenn das wie ich stimmt, dann bist du es. Ich schaff's nicht zu traveln. Ich weine. Ich schaff's einfach nicht. Weißt du was? Wir testen das jetzt. Wenn Stifler das sagt, ich vertraue diesem Mann. So, weißt du was? So, zack. Ich kann nicht mal auf die Kiste zugreifen. Ich will das in die Kiste packen. Ja, das könnte man mal machen. So, ich will das jetzt... Warum kann ich nicht auf die Kiste zugreifen, Leute? Jetzt mal ehrlich. Kann mir das einer sagen? Ich werde hier schon wieder produziert. Jetzt. Dankeschön. So. So, der Plan. Das. Tab. Oh mein Gott, du hast so recht. Nein! Oh, ich hab's immer noch. Ich dachte, ich hab's versaut. Nee, ich hab's immer noch in der Hand. Oh mein Gott, das geht ja wirklich. Ist das krank. Oh, scheiße. Ey, du bist es einfach. Dankeschön. Danke, Stifler. So nämlich. Junge, so dumm. Ah, das ist halt OP. Das ist halt wie ich OP. Kann ich jetzt auf beides zugreifen? Nee. Ey, es gibt keinen Winkel, wo ich auf beide zugreifen kann. Doch jetzt, oder? Ja. Auch nicht. Lass mich doch spielen jetzt. Kann ich das theoretisch auch... Warte. Nee, das geht nicht, oder? Hä? Warum kann ich... Wo kann ich denn auf das Ding zugreifen? Ich muss die Box hier abreißen jetzt, ohne Witz. Die macht ja alles kaputt. Ich kann einfach nicht mehr traveln, deshalb. Ey, nein, lass das liegen. Oh, ich bin schon wieder überfordert, Chat. Das kann nicht wahr sein. Die haben mir schon wieder die Hälfte geklaut. Hä, es geht einfach nicht. Ich kann, weil hier alles im Weg steht, glaube ich. Ich will einfach nur wieder nach Hause. Hallo. Es geht nicht. Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Ich habe keinen Winkel. Hier kann ich. Und jetzt stehe ich da gleich und jetzt kann ich da auch gleich wieder nicht. Danke. Oh mein Gott, das war ja der größte Krampf ever. Aber eigentlich war die Box gar nicht so bad, ne? Ey, mit Tab, das ist aber echt... Hier habe ich auch so viel Kohle drin jetzt. So, so, so. Obwohl, alles will ich eigentlich nicht, ne? Ich will ja auch noch dieses gute Erz machen ein bisschen. So. Aber das ist schon sick. Ey, Junge, die Kohle ist auch so schwer. Och, ey, warum ist eigentlich alles in dem Game so fucking schwer? Das ist doch nicht normal, oder? Seid ehrlich, das ist nicht normal. So, Kohle da rein. Gib mir das Erz. So, hab's aber geschafft. Die Eier kann ich zum Glück so instant ausbrüten. Das ist ja das Einzige, was ich noch anhabe hier. Die werden alle die größten Kackwerte haben. Ich weiß auch nicht mal, warum ich die überhaupt ausbrüte, aber ich mache einfach mal. Das ist Kacke. Mehr Muskel als Verstand, das ist okay. Auch Kacke? Richtig Kacke? Oh Gott. Und Workaholic. Oh, hä? Die haben wieder gar... Och, Marius, das, was für uns interessant war, ne? Ob da ein Shiny rauskommt, ne? Das ist wieder nichts geworden. Perfekt. Ja, was ist das für ein Ei? Heißes Ei, wo ich das so langsam mittendrin war? Flambelle, oder wie das Ding heißt. Lieben wir? Lieben wir wirklich, ey. Och, Mann, die haben wir ja nicht geknechtet. Die, auf die man sich mal verlassen wollte. Vollständig. Warte, wo sind die denn überhaupt? Die sind schon wieder sonst so. Einfach geschossen. Ach Mann, hä, wo sind die denn? Die sind einfach beide nicht da. Lieben wir echt. Einfach ein gutes Game. Das ist das Einzige, was sehr buggy ist, ne? Wenn du so hin und her travelst, dass die Sachen nicht machen und dann außerhalb der Base sind sogar ab und so. Das ist wirklich das Einzige. Guck mal, anscheinend ist der andere noch hier irgendwo. Guck
Guck mal, die stehen alle draußen. Guckt euch das an. Was soll das? Wie kommt ihr da überhaupt hin? Hätte ich meine Mauern weiter außen ziehen müssen und dann wäre das nicht passiert? Hätte ich die außerhalb des Blauen machen müssen, damit die nicht da in diese Zone rein wollen? Die wollen halt in diese Zone rein und dann laufen die einfach rein, oder? Kann das sein? Muss meine Mauern neu setzen vielleicht. Das ist wirklich traurig, was du gerade erzählst, Marius. Wirklich traurig. Wo ist eigentlich Woody Pop oder wie er heißt? Zumindest bei mir. Ach man. Ich dachte, ich hätte gerade den Code geknackt, ey. Den heiligen. 281 Metall habe ich schon. So, hier, du bist dran, Woody Pop. Macht ein Baby. Wehe nicht, ey. Ich werde dich erschießen. Überleg's dir gut. Überleg es dir gut. So, Bälle habe ich trotzdem keine. Da, Lucario, bitte. Ein bisschen an die Arbeit. Aber ich brauche noch mehr. Ich brauche noch viel mehr. Und ich brauche das hier. Davon brauche ich auch viel mehr. Ich kann 5 machen. Ey. Ich brauche diese Dick-Toys. Brauche ich unbedingt. Aber ganz dringend wieder. Ich habe gar keinen mehr. Ich habe die alle verkauft. Ich war nicht smart. Ich dachte so, ich brauche die eh nicht. Was ist passiert? Ich brauche sie. Mir ist aufgefallen, ich brauche sie. Was fehlt mir? Metallbarren? Okay, okay. Aber davon habe ich jetzt welche zum Glück. Ah, kann mich schon wieder nicht bewegen. Einfach beste Leben. Ey, da hätte ich jetzt den Trick machen können, ne? Ich hätte fast entsorgen gedrückt. Mir geht's gar nicht gut, ey. Mir geht's wirklich gar nicht gut. Ich habe so meine Momente. So, kann ich jetzt Bälle machen? 21. Wie viele Bruchstücke wieder? Ah, da habe ich doch eigentlich hier meinen Heini da drauf geworfen. Da habe ich auch 182, okay. Es läuft, es läuft. Wir kommen voran, Chat. Langsam, aber wir kommen voran. Ich brauche mehr. Oh, shit. Ja, 300. 3. Ich habe mein Makro aus Versehen benutzt. Hab dafür einen Fix. Ich war total enttäuscht, weil... Weil Weibchen werden dosieren ihr Gehirn angesehen wurden, hä? Ja, also wie, die geben sich wirklich Mühe, es ist echt so. Das habe ich halt auch schon mitbekommen, die hören da wirklich auf, die Community, das ist echt krass. Wusstet ihr, dass ihr R drücken könnt und die Sachen werden automatisch einsortiert, wenn da schon eins der Sachen drin ist? Ja, wenn ihr das wusstet, seid ihr kacke, weil ich wusste es nicht. Also ohne Witz, ich wusste es nicht und ich habe mich die ganze Zeit sehr abbemüht. Ernsthaft? Ernsthaft. Habe ich auch nicht gewusst. Ohne Witz, ich habe es nicht gewusst. Das hat mir gestern mein bester Freund gesagt, der übrigens seit ein paar Stunden erst Palworld spielt. Und er sagte zu mir, kannst du doch R drücken, um das einzusortieren. Und ich so, was? Du kannst R drücken? Warum sagt man mir sowas nicht? Ich habe es auch nicht gewusst. Beim besten Willen nicht. Torte brauche ich nur Mehl. Oh, Mehl. Habe ich da nicht richtig viel in Produktion gegeben eigentlich? Ja. Ich hoffe, da kommt gleich ein Woody Pop. Du wolltest nicht getriggert werden? Nee, nee. Getriggert werden sowieso nicht. Also will man sowieso nicht, aber... Oh, das hätte ich schon... da hätte ich mir ein bisschen was sparen können, glaube ich. Da hätte ich mir ein bisschen sehr viel Zeit sparen können, hätte ich das früher gewusst. Genauso wie mit dem Tragen. Mit dem Tragen habe ich halt auch nicht gewusst. Weil das ist ja so heftig gut. Vor allem, das könnte ich so in mein Lager tragen jetzt. Das konnte ich vorher einfach nicht. Wäre Backseat Gaming gewesen, auf jeden Fall. Hä, kann ich... Ah, ne, hier halte ich das ja direkt, ne? Ah, ne, dann kann ich das da ja doch nicht machen. Hier kann ich das ja auch nicht rausziehen oder so. Okay, okay. Das geht also nur von Inventar zu Inventar, der Trick. Kann schon wieder nicht auf die Kiste zugreifen. Danke. Mein Geld ist da sogar komplett reingegangen. Ich habe 200 Golddublonen. Ich würde sagen, der Händler ist wieder dran, Leute. Ich würde sagen, ein neuer Tag, ein neuer Versuch, einen Händler zu fangen, oder nicht? Also einfach nehmen und mit Tab Inventar schließen, ja. Und dann drüber laufen, ja. Das ist echt gut. So, Bälle habe ich jetzt ein paar am Start. Ich habe eine Schusswaffe, ich kann selber schießen. Ich werde möglicherweise wieder von dem verprügelt mit seiner Minigun, aber das sehen wir dann. Ich habe meinen Drachen dabei. Wird schon. Wir gehen hin. Der ist bei King Packer, glaube ich, ne? Das war verlassene Kirche. Händler-Content. Endlich wieder Händler-Content. Ich habe auch drauf gewartet, ohne Witz.
Ich dachte mir so, wann ist endlich der nächste Stream, damit ich endlich wieder von dem Händler verprügelt werden kann. Aber weißt du was? Vielleicht klappt es ja diesmal einfach. Meinst du die dicken Händler? Die dicken Händler, ja. Aber es gibt da so ein bisschen Glitchy-Mitchy, was ich da machen kann. Also ich werde nicht einen normalen Kampf eingehen, sondern vielleicht eine etwas kontroverse Methode nutzen. Ey, Mr. Machi, was kann ich für dich tun, Marius? Check mal dein Twitch-Dashboard ab. Du müsstest neue Emote-Slots haben. Oh, das kann sein sogar. Geben die mehr beim Verkaufen? Nee, nee, nee. Die kannst du in deinem Lager raus und reinpacken die ganze Zeit. Damit du die Pals resettest, die du kaufen kannst. Ich kann auch einmal jetzt schon abchecken, was man da kaufen kann. Vorher diesmal. Mehr Emote-Slots sind mehr Emote-Slots. Muss ich mal gucken. Ey, das hier ist... Hat irgendjemand was Gutes? Workaholic hat der. Ich nehme den mal mit. Ihr werdet euch fragen, warum, weil das ein Toko-Toko, aber... die guten Abilities, die kann man halt rüberbreeden, ne? Das ist halt eine coole Sache. So, wir werden das jetzt nochmal abchecken hier, okay? Wir werfen unser Pal da drauf. So, dann reden wir mit ihm, bevor er angegriffen wird. Und jetzt sollte eigentlich mein Pal, wenn er nicht wieder komplett braindead ist, was er gerade ist, sollte er ihn eigentlich angreifen. Doppelt so viel hast du vorher. Oh, jetzt greift er an. Und jetzt kann ich einfach reden spammen und dann greift er mich nicht an. Also theoretisch nicht. Er brennt und redet mit mir. Er brennt und redet mit mir und das war ich die ganze Zeit. Die Händler breeden. Ey, du willst wieder die ganz anderen Sachen hier angucken da, ne? Ja, ich merke das schon wieder. Hab dich da mal ein bisschen unter Kontrolle weg, Mama. Was soll das denn? Kannst dir andere Filmchen im Internet angucken. So, und dann redest du einfach die ganze Zeit mit ihm und er labert dich einfach die ganze Zeit voll. Hey, es läuft echt gut. Guck mal. Guck mal. Und er geht diesmal nicht mal Richtung Wand. Ich versuche, wenn ich ihn fange, den Richtung, also im Prinzip von der Wand wegzufangen die ganze Zeit. Das ist mein Plan, okay? Muss ich gleich mal gucken. Sonst muss ich einen anderen nehmen. Ich gucke mir sonst so eine Map an, wo noch andere sind. Und dann gehe ich da hin und mache das nochmal. Ah, gut, der Bitch, ne? Läuft gut. Ich habe nur Angst, ihn zu töten gleich. Einmal noch anspeien. Ja, das sieht gut aus. Okay, du hörst auf. Okay. Wir sind an dem Punkt angekommen. Okay. Ich würde sagen, das ist Versuch wert, oder? So, wir fangen den mal in die Richtung. Und ich versuche zu werfen und währenddessen mit ihm zu reden. Falsche Sphäre, okay. Er hat sehr viel geworfen. Ich bin doch im Reden! Ich bin doch im Reden! Sein Vieh ist stuck. Sein Vieh ist stuck? Ne, sein Vieh ist nicht stuck. Sein Vieh ist echt nicht stuck. Oh mein Gott. 3% Chance habe ich gerade gesehen. 3% ist nicht viel. Aua, ich bin fast tot. Junge, sein Vieh ist so stark. Ne. Das geht nicht. Bitte bleib drin. Nein. Och, Mann. Ah, wenn er sein Vieh ruft, ist einfach so stark. Sein Vieh ist so stark. Die Frage ist, ist er doch so low? Deine Rüstung war kaputt. Meine Rüstung war kaputt. Könntest du recht haben. Könntest du wirklich recht haben. Und ich kann sie anscheinend auch nicht... Was kann ich nicht reparieren? Mein Schild nicht? Doch, kann ich. Ja, warum kann ich nicht alle reparieren drücken? Was kann das denn? Oh, keine Ahnung. Das ist nur Level 40 und das ist normal. Das kriegst du in der Nacht ja auch irgendwo anders gefangen. Keine Ahnung. Das kann nichts Besonderes, glaube ich. Mano, ich will den haben. Wie viele Bälle habe ich noch? Ah ja, kann ich ja nicht sehen. Die liegen da noch rum. Jetzt mal ehrlich, das ist ein Ziel dieses Streams. Es tut mir leid, Leute. Ich werde euch wahrscheinlich damit quälen, aber es muss klappen. Es muss klappen. Ich brauche den Händler. Da kann ich die ganze Zeit seine Pals resetten.
in meinem Lager und dann kann ich immer gucken, was das Schönes hat. Und dann kann ich mir die besten kaufen mit den besten Fähigkeiten und dann kann ich die zusammenpaaren. Das ist nämlich geil. Das ist richtig geil. Lol, ich bin in die Wand gelaufen. Oh, er ist doch low. Oh, was mache ich jetzt? Scheiße, was mache ich jetzt? Nochmal werfen und reden? Geht nicht. Er ist nicht drin geblieben und ich war stuck im scheiß Rededing. Ah. Ey, danke fürs Folgen, danke. Jakob. Das Vieh will meinen Arsch. Das Vieh will richtig meinen Arsch. Kann ich das Vieh vielleicht töten? Weil dann töte ich ihn vielleicht auch. Ich habe Angst. Wo ist mein Schild wieder da? Der Gocke hat richtig Bock, ne? Der schießt durch die Wand, der hat Aimbot! Was habe ich da gesehen? Was habe ich da schon wieder gesehen? Och man, man denkt, man ist um eine Ecke. Und man ist gar nicht um eine Ecke. Traurig. Aber... dass man seine Sachen behält, das kann man einschalten. Aber ich behalte nur die, die unten in meinem Inventar sind. Man kann auch einstellen, dass man alles behält. Das fände ich ein bisschen lame. Ich will schon meine Sachen wiederholen müssen. Auch einfach mal um die Ecke denken. Danke, Marius. Danke. Aber vielleicht habe ich die zu weit auseinander gebaitet, dass wenn ich jetzt von hinten Ball werfe, sage ich mal, aus der Mine, dass der vielleicht nicht aggro wird oder so. Aber das ist nur eine Theorie. Vielleicht ist der auch gar nicht mehr da. Ich höre Kampfmusik. Gockel ist noch hier. Händler? Händler ist noch hier. 18 Bälle. Okay. Dein Vogel ist direkt wieder aggro. Gockel töten ist leichter gesagt als getan, der ist Level 40, ey. Und wenn ich die töte, dann hau ich vielleicht halt den Händler und ist der Händler tot. Deshalb will ich das nicht machen unbedingt. Ne. Hä, wo ist der Ball hingeflogen? Bitte lass mich gehen. Oh! Ne. Kurz Glück gehabt, dachte ich. Der scheiß Gockel geht mir so auf den Sack. Der schießt um die Ecke und setzt mich in Brand. Bin so tot. Ist mir egal, ich will doch raus. Ein Stück. Alles nur, weil die anderen Händler nicht genug sind. Die sind nicht genug. Ich brauch die Guten. Marius, ich brauch die Guten. Marius und ich werde die Guten bekommen. Du wirst es sehen. Und dann wirst du eifersüchtig sein. Du denkst dir so, ja, hätte ich mir aber auch direkt die Guten geholt. So nämlich, Marius. So, wann gleich? Nachdem ich hier nochmal 35 Bälle gecraftet habe. Anubis ran an den Speck. Andere Anubis auch ran an den Speck. Ich brauche Bälle. Ich werde die bekommen. Ich werde die bekommen. 100 Pro. Keine andere Option. Ach, Mann, ey. Bin ich Max Level und hab den auch? Meinst du? Glaube ich nicht. Hä, ja, das hat 3% Chance. 3% Chance ist gar nicht so ultra bad, oder? 33 Bälle eigentlich. Das ist doch okay. Irgendwann bleibt er drin. Den Gocke kann ich nicht töten. Wenn ich den töte, töte ich den Händler. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich meinen Drachen raushole, dann brennt er den an oder so. Dann stirbt der. Wenn ich irgendwas anderes Anubis oder so raushole, dann haut er eben auch einen auf den Döns mittendrin. Also ich kann eigentlich nichts rausholen, um gegen den zu kämpfen. Und mit meiner Pump mache ich auch nicht so viel Damage.
Wie viel Schuss haben wir eigentlich noch? Ah, jetzt gerade nur 2, das macht Sinn. Ach, Mann, ey. Ja, es muss schwer sein. Es muss schwer sein, weil es ist OP. So ist es. Okay, es wäre eigentlich noch schwerer, wenn ich das am Anfang nicht abused hätte. Also, oh, der steht aber ziemlich an der Wand jetzt, ne? Könnte in die Hose gehen. Es könnte in die Hose gehen. Aber weißt du was? Das ist okay. Ist generell nicht die beste Idee, was rauszuholen. Okay. Wovon reden wir da jetzt genau? Ich kenne mich nicht so aus. So, ich würde mal sagen, hier Schnellreise. So. Und dann gehen wir wieder hier hin. Und es wird klappen. Es wird klappen. Hier, so, wir werfen jetzt hier schön unseren Speedbeacon raus. Njung. Ey, das sieht auch ganz cool aus, ne? Oh, ich bin falsch abgebogen, ups. Wo du ihn rausholst, worüber redet ihr da schon wieder? Ich kenne mich da nicht mit aus mit diesem Thema da. Ich hoffe, der ist noch da. Ey, wenn er jetzt nicht mehr da ist, wäre so traurig. Stell dir vor, der ist nicht mehr low Pokémon. Ach so, ja, okay. Ja, das verstehe ich. Okay, er ist noch hier. Sein Gockel ist auch noch hier. Wie viel Leben hat sein Gockel noch? Ist er sauer, wenn ich sein Gockel anschieße, ist die Frage. Oh! Ich mache mehr Damage, als ich erwartet hätte. Oh, ich habe mich getroffen. Oh mein Gott! Geh von der Wand weg! Ey, Richtung Wand! Nicht schießen! Wie mache ich das? Abwechselnd so werfen, vielleicht. Er wackelt nicht mal einmal. Er wird so in der Wand bangen, ich sehe es jetzt schon. Ne, der ist schon sehr knapp. Okay. Ich hab ihn. Och Mann, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Einfach. Einfach. First try. Marius, was willst du von mir? Hä, Marius, was jetzt? Händler, easy gefangen. Easy gefangen. Ohne Probleme. So. Level 40 Händler, sagst du, ne? Ja. Wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ab nach Hause. Ey, Junge, Junge. Ey, meine Pump hat an dem Vogel richtig viel Damage gemacht. Die macht nur an Bossen wenig Damage. Das fällt mir jetzt erst auf. Du Lacker, dass sie ihren Damage behalten haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch so. Wenn er halt nicht in die Wand backt, behalten die auch ihren Damage. Oh, die sind mir immer in die Wand gebackt. Ups. War ich nicht? So. Jetzt der Moment der Wahrheit. Klappt es wirklich? Wo ist mein neuer zwielichtiger Händler? Da. Level 40 Händler. So, den packen wir jetzt. Oh, oh Junge, ich hätte fast was ausgetauscht, was ich nicht austauschen will. Wir haben 2 Eier, Marius. Und was, wenn der Kuchen backt? Was? Wir haben 3 Eier, Marius. Wir haben jetzt den großen Test auch. Noch einen Test. Nämlich, kommen da Shinies raus, wenn man 2 Shinies baut. Ich will nur kurz, da verschwinde schon wieder. Ich habe es richtig erwischt. Oh, da kommt. Ich hab's richtig erwischt. Liebe komplett flach. Achso, Liebe kommt aber. GZ zum Händler. Ey, guck ihn! Ich wünsche dir eine gute Besserung, ey. Werd schnell wieder fit. Was ist scheiße? Junge, Junge. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit. Das stinkt ja richtig nach Fuß. Nee, ist kein Shiny. Test wurde gemacht, ist kein Shiny. Mr. Marius, ich habe sogar 2 Shinies gepaart und ist kein Shiny geworden.
Und der hat außergewöhnlich von denen übernommen, also. Nö. Leider nein. Dann kann ich die auch wieder rauswerfen und dann kann ich meinen Händler da reinpacken gleich. Schade, echt schade. Das wäre echt cool gewesen, wenn man sich so Shinies hätte upbreeden können. Auf Uncut YouTube an euch, Junge. Jeder schreibt gerade Uncut-Kanal. Ey, ich muss erst 10.000 VODs wieder hochladen. Ich bin im Moment jeden Tag am Stream, so viel kann ich gar nicht hochladen, ey. Scheiße, die laden halt auch echt lange hoch, ne? So 4 Stunden, 3 Stunden Streams. Die laden echt ein bisschen hoch, aber ich versuch's. Ich versuche mein Bestes. Was soll ich jetzt noch machen? Shadow Beak habe ich halt auch schon welche. Sogar einen richtig guten, glaube ich. Hier, guck mal, den hier. Das ist ein Weibchen und das hier ein Männchen. Hoho! Junge, ich habe den einen mit. Ja, okay, ich habe Oberbergmeister. Ja, weiß ich nicht. Oberbergmann, Oberbergmeister, Forstmeister. So. Du musst nur wollen, ja. Ich habe jetzt halt, bin die nächste Woche krank geschrieben. Ja, ich lade die hoch. Ich mache es nachher. Also am anderen. Ach, jetzt haben die noch ein Ei gemacht. Kann nicht wahr sein. Ja, es dauert wirklich lange. Es dauert wirklich lange. Ich fühle das. So, Händler. Wir haben einen Händler. Das wird unser Leben verändern, okay? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Oh, der wird vorne einsortiert, oder? Ja. Zwielichtiger Händler. So, den kann ich jetzt hier reinpacken. Da ist er. Jetzt kann ich einfach mit ihm quatschen. Er läuft einfach weiter, während ich mit ihm rede. Und dann kann ich bei ihm Ware kaufen. Zum Beispiel Fellbad. Angriffsstratege. Weißt du was? Ich nehme den mit. Ich habe so viel Kohle, ich kann es machen. Blitzschnell auf einem Tokotoko. Nimm ich mit. So, und jetzt kann ich den einfach reinpacken, wieder rauspacken. Kann wieder mit ihm quatschen. Und dann hat er andere. Junge, das ist so broken. Okay, das ist so broken. Ja, der ist nichts Vernünftiges bei. So, nochmal. Wir machen nochmal eine Runde hier. Zack, zack. So. Okay. Catrice. Die haben alle keine vernünftige Fähigkeit. Auch ins Team nehmen und rauswerfen. Ich glaube, ja, das kann man. Aber ich glaube, der ist ziemlich kacke. Der greift, glaube ich, nicht mit der Minigun an. Also, der läuft nur dumm rum. Endloswagen. Handwerksmeister auf Doommut. Und mehr Muskel als Verstand. Beide gekauft. Jetzt fragt ihr euch, wofür ich Geld brauche. Jetzt wisst ihr es, Leute. Ich werde nämlich alle, die gute Stats haben, wenn ich aufkaufe, damit ich da später coole Breeds mitmachen kann. Zum Beispiel Oberbergmann auf Panking. Direkt gekauft. Angriffsstratege. Den habe ich, glaube ich, gerade erst gekauft. Oder Klamari. Okay. Ach so, ins Team holen, um zu rewallen. Und bestimmt, oder? Müsste ich gleich testen. Hä, warum werden mir die Daten nicht angezeigt? Hä? Hallo? Hä, mir werden keine Daten angezeigt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe meinen Händler kaputt gemacht. Ist das normal? Oh Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Erste Konsole wieder raus. Ups. Ich habe meinen Händler kaputt gemacht. Muss ich reloggen? Was ist das denn wieder? Scheiße, einfach zu oft gemacht. Direkt kaputt. Meint ihr, es geht jetzt wieder? Wenn nicht, wäre es sehr traurig. Aber das ist trotzdem richtig OP. Das ist richtig OP. Da kann man sich halt jeden Scheiß kaufen. Ey, Händler, bitte. Stehen bleiben, stehen bleiben. Warte, ich würde gerne mit dir reden. Hast du jetzt wieder Daten? Er hat keine Daten mehr dazu. Hä? Was ist das denn? Aber den hier habe ich noch gar nicht. Den kaufen wir auch mal. Was habe ich nur getan? Ich habe meinen Händler kaputt gemacht. Händler, bitte. Er geht wieder. Ich habe ihn wieder heile gemacht. Nee, ich habe ihn nicht ganz heile gemacht. Ich habe ihn nur so halb heile gemacht. Ich konnte mir einen angucken. Ich konnte mir einen angucken und nicht alle, ey. Schade. Ah, nee, jetzt geht's auch wieder nicht mehr. Manu! Zeig mir doch die Stats jetzt. Oh, Warsack nimmt man sowieso mit, glaube ich.
Ist wichtig zu wissen. Warum ist das wichtig zu wissen? Du bist, ich hole dich gleich wieder raus. To go oder was? So. Kann ich so überhaupt mit ihm reden? So kann ich ja nicht mal mit ihm reden, oder? Wie redet man so mit dem? Geht gar nicht. Man kann ja so nicht mit ihm reden. Aber meinst du nur resetten? Nee, das bringt ja dann auch nichts. In ein anderes Lager gehst. Ey, oh shit. Oh, das wollte ich nicht. Bleib hier. Jetzt geht's wieder. Oberbergmann nehme ich mit. Das Ding ist, Oberbergmann hat nämlich... Ist das nicht irgendwie so mehr abbauen? 30% mehr abbauen oder sowas? Das wollte ich nämlich ganz gerne breeden auf so einen Dicktoys. Dass der dann sich so schnell dreht und noch mehr da drauf hat. Weiß halt nicht, was ich dafür genau brauche. Nur Scheiße. Einmal mache ich noch. Ey, das ist einfach großartig. Das beste Gefühl ever, den zu Hause zu haben. Hat sich gelohnt. Harte Arbeit war das, aber hat sich gelohnt am Ende. Guck mal, Forstmeister. Aber weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt brauche. Ich glaube nicht. Was ist eigentlich einer der besten Holzabbauer? Ist das nicht Bumbo Botan oder wie der heißt? Der hat 3 in Holz abbauen. Wenn ich da jetzt noch Dings drauf biete, ne? Also, dass wir im Holz abbauen noch da drauf biete und den dann einsetzt, ist bestimmt übel krank. Ich werde so die Anubis nachher entsaften, ne? Das ist das, was ich machen wollte eigentlich. Och, Mann, Chat, warum sagt denn keiner was? Was muss ich da auch noch reinschmeißen? Da musste ich... Ich habe einen richtig guten Pinguin gerade gezogen, oder nicht? Angriffsstratege Pinguin, oder was hatte ich auch noch? Oberbergmann? Bitte schnell, fast Profi. Angriffsstratege. Und Bushi, ne? Bushi brauche ich eigentlich. Aber da habe ich, glaube ich, einen richtig schlechten bekommen. Männchen? Ein ohne Fähigkeiten. So, hier, komm, ihr beide. Ihr werdet die Zeit eures Lebens haben. Bringt mir alle Anubis nach Hause, die ihr kriegen könnt. Ah, dass man keine Shinies rausbekommt, ist schon ein bisschen Scam, oder? Er steht hier mitten auf dem Feld. Komm mal mit, bitte. Du musst hier gepaart werden. Du hast was Besseres zu tun. Ich glaube... Wie level ich gleich am schnellsten? Ich wollte mir eigentlich den anderen Händler auch noch holen. So, sind die beide... Das sind beides Männchen. Och, Mann, ich kann das nicht mehr. Ich habe doch drauf geguckt, oder nicht? Wo habe ich jetzt... Ich habe jetzt 2 Pankings drin. Oh, wo ist denn das Weibchen? Lol. Das habe ich doch nicht... Warum habe ich 2 Pankings hier drin? Ey, hier ist ein bisschen Verwirrung im Lager. Okay, hier ist ein bisschen Verwirrung. Ich weiß nicht, was der hier drin macht. Der soll hier eigentlich gar nicht sein. Kann Astagon rein. So. Ja, jetzt ist hier alles in Ordnung, glaube ich. Die liegen alle im Bett. Ich hau mich auch hin. Marius, das kann mal passieren, okay? Ich weiß selber nicht mehr, was ich für Parts in meinem Lager habe, weil ich die ganze Zeit hin und her switche wie so ein Blöder. Weil die immer irgendwo stuck sind. Ey, wo ist denn Panking da? Traurig. Hallo, Freddy, ey. Schön, dich hier zu haben, ey. Paarung geht auch mit 2 Männchen und 1 Mädel? Echt jetzt? Lol. Das ist denn random, oder was? Mann, er hat schon wieder keinen Bock. Ich muss die schon wieder einpacken und wieder rauswerfen. Und der andere ist auch schon wieder raus, ne? Warum ist das so? Kann mir das einer erklären? Ab und zu ist Zucht echt ein bisschen tragisch. Die wollen dann echt testen, ob man so viel Geduld hat, die da reinzuwerfen auch. Wäre das nicht einfach schön, weil man die da einfach da rangehen könnte und die da reinziehen könnte? Das wäre doch saugeil. So, geht das jetzt? Ne, geht schon wieder nicht. Er sucht Arbeit. Kennt Udi sich aus, oder was? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ah, ich krieg's einfach nicht hin, Chat. Zucht hat gerade nicht so Bock. Guck mal! Anscheinend ist das nicht sein Arbeitsbereich. Bruder, was für Arbeitsbereich? Zucht! Das sind nicht die Bäume im Weg, oder? Ich hau die weg. Wenn es sein muss. Bin ich der Einzige, der damit Probleme hat? Ich brauche da mal Feedback. Kann doch nicht so schwer sein, oder?
So. Er will nicht. Er will wirklich nicht. Hä? Bushi aber ja auch nicht. Bushi ist auch schon wieder ganz woanders unterwegs. Du kannst ihn nicht dazu zwingen. Ich habe das auch ab und zu. Dann nehme ich alle, die Breen sollen, einfach in mein Invis. Du nimmst die in dein Team und dann wirfst du die da rein, oder was? Machst du das? Geht das? In die Box und da. Nee, das geht auch gar nicht. Habe ich noch nie getestet, ey. Und dann wieder rein ins Lager. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Das habe ich ja doch jetzt dreimal gemacht oder so. Er tauscht doch jetzt. Und Bushi. So, jetzt Bushi. Bushi. Nein! Bushi, bleib hier. Vor allem, dass sie direkt wegrennen, ne? Oh. Sonst wollen sie nie arbeiten, ne? Und dann wirst du sie raus und sie zum Paaren haben willst oder so. Der hat geklappt. Danke. Und der Panking da hinten ist auch schon wieder komplett im Modus. Ich weiß nicht mal, was er hier bewässern will. Den Arsch von dem Aragorn oder so. Keine Ahnung. Hör doch auf. Komm mit. Wir werfen dich da jetzt rein. Du kannst nicht entkommen. Es ist vorbei. So. Danke. Oh mein Gott, first try, ey. Das kann sein. Das kann sein. Ich glaube, das ist einfach, was mir fehlt, Finn. Du kennst dich da aus, glaube ich. So, haben wir jetzt wieder hier alles unter Kontrolle? Ich glaube schon. Die Muni ist immer noch nicht gecraftet anscheinend. Und auch die ist gecraftet. Sehr gut. Nehmen wir uns hier ein bisschen Muni mit. Und dann würde ich fast sagen, was war der nächste Plan? Das mit dem Händler war eigentlich der größte Plan jetzt erstmal für mich. Dass ich mir so einen Händler ranhole, den wollte ich schon die ganze Zeit haben. Da würde ich fast sagen, weiter Bosse. Anubis ist doch keine Option. Der da ist noch eine Option, den können wir auf jeden Fall noch machen. Was denn? Jet Dragon. Ich habe gesehen, da gibt es auch irgendeinen Bug bei Jet Dragon, glaube ich. Ich habe ja echt viele schon gemacht. Wollte ich den anderen Händler noch? Ey, den würde ich auch gerne haben. Und den eigentlich auch. Das wäre schon sehr wild. Aber die sind so hohes Level, die Bosse. Und hier hinten war ich auch noch gar nicht. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Erstmal den hier mitnehmen. Wenn es klappt. Hatte ich noch Bälle? Ich weiß nicht, wie viele ich auf den Händler geknallt habe. Oh, ich habe noch 28. Nice. Ich glaube, wir müssen mal einmal so eine dicke Level-Session machen. Also ich versuche jetzt gerade durch die Bosse ein bisschen zu leveln. Ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist. Welches Level bin ich selber überhaupt? 41. Das ist ja entspannt. Der macht doch echt gut Damage. Oh, hätte ich ihn einpacken sollen? Das Vieh hatte ich schon so früh. Oh shit. Hä? Hä, was machst du? Angreifen sollst du. Angreifen. Der ist echt niedlich, aber der macht echt viel Damage. Junge, der macht... Oh mein Gott, der hat ihn one-shottet auf einmal. Ah, nein, es passieren Dinge. Ah, scheiße, es passieren Dinge. Nein, der hat ihn one-shottet. Nicht gut, oh Gott. Vielleicht ist der doch nicht so niedlich. Over and out, doch nicht so niedlich. Oh, ich habe meine Axt in der Hand. Wusste ich. Frag mich einfach nächstes Mal. Ich glaube, ich muss mitkämpfen. Er ist stehen geblieben auf einmal. Okay, du kannst dich ziehen. Lass mich in Ruhe. Ich mache halt gar keinen Schaden. Ich habe die absolut unterschätzt. Ich habe die Blume absolut unterschätzt. Oh Gott, ich muss dich einpacken, sonst stirbst du. Aua! Okay, okay. Du, Bieten. Ich weiß nicht, ob du bereit bist für sowas. Ich glaube eigentlich nicht, aber mach mal. Ey, Big Mama, danke, dass du hier warst, ne? Kommen Sie gern wieder vorbei. Beacon macht gar keinen Damage an dem. Das wird nicht gut. Ich hab da so ein Gefühl, Leute. Ich hab da so ein Gefühl. Ich muss da raus. Aua. Oh, shit.
Hä, Piken kriegt kein Damage gerade. Ist der verbuggt? Oh, hab nichts gesagt. Oh, ich muss weg. Ich bin so low. Junge, der ist einfach ein richtiger Boss, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen würde, aber der ist stark. Peng Lob, mach du das. Mit Wasserattacken gegen Pflanzenvieh. Machst du schon. Ich muss kurz irgendwie wieder mein Schild bekommen. Oh mein Gott! Der wurde absolut gerackt. Der wurde absolut gerackt. Oh nein. Oh nein. Weißt du, du bist wieder soweit. Noch lange nicht. Ey, Peng Lob, bist du da? Hallo? Was machst du? Muss ihn saven. Er ist fast tot. Hallo, bist du, machst das? Ey, hätte ich den Drachen nicht sterben lassen. Er trifft ihn nicht. Aua! Oh shit. Oh shit. Das ist nicht gut, Chat. Das ist nicht gut. Ich habe mich überschätzt. Der ist fast tot. Das ist der Einzige, der noch halbwegs Leben hat. Ich hole dich zurück. Ich bring ihn raus. Er macht das. Komm schon. Gayclaw. Gayclaw, bitte. Mach irgendwas. Guter Angriff oder so, glaube ich. Machst du auch was anderes noch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich bin drüber gejumpt. Und Wirbel. Okay. Aua. Da bin ich nicht so ganz gedodged. Ich dachte, irgendwann haut da auch mal wieder mein Vogel. Wir müssen gleich wieder durchtauschen. Durchtauschen. Ah! Nee! Junge, der ist stark! Scheiße! Niederlage, ey, das kann nicht wahr sein. Einfach unterschätzt den Bengel, aber komplett. Ah, das ist auch 38er Boss, ne? Ist schon klar, das ist ja Noob, danke. Danke, danke schön. Danke dafür. Wann durchtauschen? Ja, nee. Schwierig gerade, schwierig. Ey, wisst ihr, dass man so Tote ganz kurz ins Lager packen kann? Und dann werden die einfach so auf einmal ins Bett geportet? Guck mal. Oder auch nicht. Hä? Wo ist er? Hä, ist er einfach wieder am Leben? Der ist weiß nicht, meine. Bin ich gerade lost? Ach, hier ist er. Ja, ich bin lost. So, den kann man so da hinpacken oder liegt er da so, wie angeschossen kurz? Und dann ist er gleich, spawnt er gleich im Bett auf einmal random. Warte, 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 meine Hexe noch nicht zu Ende. Warte, warte, warte. Also eigentlich kommt irgendwann der Moment, wo der aufsteht, glaube ich. Jetzt? Jetzt liegt er da hinten im Bett, seht ihr? Jetzt wird er wiederbelebt, jetzt hat er wieder Leben, jetzt könnt ihr ihn wieder ins Team holen. Bam, wieder was gelernt. Lernen mit Machi einfach, krass. Jetzt müsste ich nur den anderen wiederfinden, mit dem ich den tauschen wollte. Rüstung beschädigt. Ja, das muss so. Zack. Für den wollte ich auch gerne Seil machen. Den habe ich noch gar nicht getestet. Suzaku. Aber den kann man, glaube ich, auch irgendwie mit krassen Sachen paaren. Ich kann, glaube ich, einen Aqua-Suzaku machen, oder wie der heißt. Cheaten? Nee, das ist kein Cheaten. So ein Quatsch habe ich auch schon wieder selten gelesen. Das ist einfach nur Game Mechanics gekonnt einsetzen, würde ich sagen. Ey, scheiße. Ey, der ist doch gestorben. Hä, wie ist der noch gestorben? Da steht das. Nee, da ist mein X drauf. Lol, weil ich gestorben bin. Ist da ein X drauf. Ich dachte, ich habe ihn noch geschafft. Guck mal, das X ist genau drauf. Aber das ist ja ein Haken, wenn die fertig sind. Oh, wie stumpf, ey. Ich dachte schon, ich habe ihn geschafft, ey. Hä, will ich überhaupt Runde 2? Ich glaube nicht, ne? Ey, ich habe dir nicht wieder ins Team geholt, weil ich boosted bin. Nee, dann schon mal gar nicht. Ey, ich habe echt so meine Momente. Öfter mal. Aber das Ding ist, ich rede halt viel mit euch so. Und dann ist man abgelenkt und dann ist man mit dem Kopf woanders. Und dann liest man wieder eine Nachricht. Und dann, ah, das passiert halt einfach. Ihr unterschätzt das, Chat. Ihr liegt mir so am Herzen. Da vergesse ich das schon wieder alles. Und die beiden hier, die liegen sich nicht so am Herzen, glaube ich. An Herzen dran. Könnt ihr mal bitte... Hallo. Das kann man sich nicht ausdenken, ne? Arbeitet ja, ihr arbeitet gar nicht. Beide schon wieder nicht. Ey, ist das dumm. Das ist doch super nervig. Ich hoffe einfach, dass die von selber wieder rauskommen.
Wir können auch gehen. Nee, bleibt ruhig. Alles gut. Oh, shit, ey. Die hier sind am Arbeiten anscheinend. Junge, die. So. Ey, vielleicht soll ich hier mal einen reinpacken, oder? Hier habe ich, glaube ich, so ein Wasservieh Stufe 3. Und der ist doch Stufe 4. Kann ich den doch reinpacken stattdessen? Guck mal. Viel geiler. Sieht auch cooler aus. Ey, die haben keinen Bock. Aber ich weiß nicht, sind die jetzt immer noch so komisch in der Wand? Aber die sind beide immer noch in der Wand, ey. Das kann man sich nicht ausdenken. So eine Schande. Ey, ich muss ja wie ich neu reinwerfen, ne? Und ich habe gar keinen Bock. Das hat ja vorhin schon so gebackt. So, erstmal nur du, Bushi. Bushi, komm her. Du musst bitte gleich mit dem Pinguin. Ihr müsst. So, du bist wieder drin. Sehr gut. So, jetzt noch der Pinguin. Panking, da ist er. Step Bro Cosplay. Step Bro, I'm stuck, ey. Einfach in der Wand, aber nicht in der Waschmaschine. So, du bist dran. So, jetzt, paaren. Paaren? Es knistert. Ey, es knistert zwischen euch, habe ich gehört. Bitte. Ja, jetzt musst du erstmal essen, weil du die ganze Zeit in der Wand stuck warst, ne? Ich hasse euch. Also wirklich, es gibt nichts, was ich mehr hasse. So, dann wollte ich hier bei Zell mal gucken. Und die Eier kann ich mal eben schnell ausbrüten, da ist hier nur Scheiße drin. So. Da hast du recht, Lampe, da hast du echt recht. Ey, der hatte gute Sachen, oder? Festungs-irgendwas. Kommandant wieder. Ich weiß gar nicht, ist das 20 Verteidigung? Ich glaube. Sieht ja nicht so scheiße aus. Ne, fand ich jetzt auch nicht so scheiße, den einen, den ich gesehen habe. Wo ist er? Der ist hier zwischengerutscht. Da. Guter Läufer, Angriffsstrategie. Plus 30 Angriff, plus 10 Angriff. Ah, das ist eigener Angriff, plus 10, ne? Und guter Läufer. Dafür verfressen. Aber fressen ist eigentlich egal. Ein Seil kann ich, glaube ich, noch lange nicht machen. Wo sind die Seile für die Dinger? Oh, doch kann ich. Junge, wo bin ich denn schon? Ich kann Brandgranaten machen. Den habe ich aus einem Ei bekommen, ne? Ist der cool? Fragt man sich immer, ne? Wahrscheinlich genauso wie der andere, nur im Eis-Cosplay, oder? Denke ich mal. Der war nicht so cool. Ich komme wieder an den Tisch nicht ran. Hochwertiges Metall brauche ich dafür und Feuerdrüsen. Also wir gehen gleich durchs Feuergebiet einmal schnell. Jagen da einmal alles hoch, hoffe ich zumindest. Und das ist die Seite, die kann ich mir leisten. Yo, was? Ey, craft dir mal Anubis bitte. Der ist ein bisschen schneller hier. Anubis, renn hin. Wo rennst du denn hin? Anubis, bitte. Anubis, hier. Ja, ja, ja. Alter, der ist einfach nice. Ich hoffe, der Pinguin und der Bushi sind da am Dauerpaaren. Da werfe ich da ordentlich Torten rein. Da werde ich den Safter anschmeißen. Und werde die alle auf diesen Anubis kloppen, glaube ich. Das ist der Plan. Das ist ein guter Plan, ne? So, hier, Sattel ist fertig. Jetzt muss ich ihn nur noch da irgendwie rausbekommen, so. Und jetzt kann ich... Hol ich mir den ins Team? Aber den Feuer habe ich dabei. Dann könnte ich wieder meinen anderen Vogel mitnehmen. Das wäre halt auch cool. Wo ist mein anderer Vogel? Wo ist mein Ragnarok? Das ist der hier, ne? Guter Läufer. Das ist ein richtig guter. So, den packe ich mal rein. Und dann könnte ich Theo praktisch... Könnte ich ihn hier mitnehmen. Für ihn. Klingt das smart? Junge. Der hat halt noch gar keine Level. Der hat halt keinen Angriff oder so, ne? Mach Tür auf! Hey, was ist das hier schon wieder? Ja, ist gut. Ich mach selber. Was soll das schon wieder? So, hier raus. Komm. Der hat schon wieder gar keinen Bock, ne? Kann nicht wahr sein. Ach so, bin drin. Danke. Cool, guter Läufer ist er sogar recht schnell.
Lucario zu entsaften. Könnte man so sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen würde. Aber schon so, ja. Ey, ich muss Bosse machen, Leute. Ich brauche Level auf dem hier, aber ganz dringend. Ich will wissen, was er für Attacken kann. Ah, das wird ewig dauern, so. Wir nehmen ihn erstmal mit. Wir geben ihm eine Chance. Herzlich willkommen im Team. So, da kann ich nämlich Ratnahrung wieder benutzen. Junge, der ist so fucking schnell. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Hier oben ist schon der erste Drache. Den kloppen wir auseinander, ist er bestimmt schon Level 20. Wer ist da schon wieder sauer? Irgendjemand war sauer. Ja, kann man. Man kann vier Dreierfähigkeiten auf einen bekommen, ja. Und wenn du entsaftest, kannst du auch irgendwie noch Handwerk auf Stufe 5 bekommen. Das ist halt auch krank. Das ist halt richtig krank. Und ich habe halt überlegt, ob ich versuche, einen zu breeden mit... Jetzt wird's zu mir, oder was? Aua! Jo, ich habe gerade meinen Ärmel hochgekrempelt. Ich habe schon überlegt, ob ich noch... Es gibt doch irgendwas... Was ist das? Workaholic oder so? Das macht auch noch Arbeitstempo hoch um 30%, ne? Da kannst du Anubis Stufe 5 Handwerk mit Workaholic haben. Das ist ja auch schon crazy, glaube ich. Gib mal eine Schelle, bitte, Anubis. Aua, wo kommt er denn jetzt her? Genau in dem Moment, wo ich sage, gib mir eine Schelle, kriege ich selber eine. Boah. Wollte ich fangen? Nee, leider nicht. Oh, ich muss nachladen. Oh, das ist unschön. Oh, die schießen auf ihn. Warum schießen die auf ihn? Jetzt muss ich... Aua. Bleib doch drin jetzt. Das kann nicht wahr sein. Ach, der frisst mir die ganzen roten Bälle weg. Danke. So, welches Level ist jetzt mein... Level 22, ey. Bosse machen ist echt der Weg. Das ist der Weg, um schnell Sachen zu leveln. Zum Beispiel Warsack, den nehmen wir auch noch mit. Das ist halt eigentlich meine Hoffnung. Vielleicht, dass du so zwei Goldene auf einem hast, zwei Goldene auf dem anderen. Und dann die zusammenschmeißt. Und dann hast du halt so das Übervieh. Das wäre schon krank. Und wisst ihr, was ich ewig nicht gesehen habe? Ein Shiny. Shiny habe ich echt lange nicht gesehen eigentlich. Fehlt mal wieder Zeit. Wasserbomber hat er gelernt. Wilde Scheiße. Warsack ist hier. Alles für die Erfahrung. Was ist gut gegen den? Der ist Boden und Pflanze. Ah, du machst das schon. Oh, es hat Schaden gemacht. Das ist gut. Ich habe wieder keinen Schaden gemacht. Schade eigentlich. Oh, yo. Brenn ihn an. Oh, ich bin froh, dass ich den wieder im Team habe. Den Gockel mochte ich viel lieber. Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass ich die auf den Rücken schieße, ey. Friss das! Der fliegende Schießer. Wie in so einem Actionfilm gefühlt. Yo, chill! Nee, hier kommt gar nichts. Ey, Steine werfen. Wow! Junge, der hat prediktet, wo ich hingehe. Okay, genug. Ich fange ihn nämlich, First try. Hä? Das war ein bisschen zu einfach, wenn ihr mich fragt. Ey, vielleicht jetzt will ich Zeit. Also die Blume müsste ja... Oh shit, wo kommt ihr denn jetzt her? Hört auf. Wie viel... Oh Gott, die sind ja sehr sauer. Hä? Wieso habe ich gerade einen Angriff gemacht? So, wir gehen jetzt hier oben hin. Ah, den einen Händler brauche ich eigentlich nicht mehr. Na, jetzt habe ich den super dicken Händler zu Hause. Ich wollte gerade sagen, wir holen uns jetzt den... Oh, shit. Ich habe mir eine kaputte Rüstung angezogen. Und trotzdem ist mir nicht mehr heiß. Auch gut.
So, da muss ich noch komplett lang. Weil ich wette, dass hier irgendwo noch ein Boss ist, den ich wieder übersehen habe. Den ich vielleicht sogar besiegen könnte, möglicherweise. Ah, ich weiß nicht, was hier sein soll. Die muss ich eigentlich mitnehmen, aber die sind gar nicht so leicht zu holen, wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ausdauer. Obwohl. Aua! Was darf ich? 25%. Ah, nehmen wir. Der wird so elendig sterben, wenn ich noch einen Angriff mache, oder? 18? Hey. Bleib drin. Nice. Sehr gut. Davon brauche ich welche mit guten Stats, Leute. Dann kann ich coole Sachen machen. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie soll man gegen diese Endbosse ankommen. Ich habe da noch nicht so richtig eine Strategie. Macht das alle so cheesy mit irgendwie so, dass sie ihre Base da aufstellen und dann alle dagegen kämpfen lassen? Oder? Weil im Moment sehe ich mich noch nicht dagegen kämpfen. Gegen die richtig krassen Sachen. Nice. Hey, das hat gut geklappt. Bitte. Ach, grob, ja, nee. Ja, nee. Jetzt noch behalten können. Ist hier irgendwas? Ich muss die auch noch mitnehmen. Wie viel habe ich schon gefangen? Weiß das jemand? Hey, wie viel Damage habe ich denn gemacht? Was, weil er gepennt hat? Töte ich den jetzt? Wahrscheinlich. Könnte sein. Wer weiß das schon? Der Angriff ist übel kacke. Ich weiß nicht, den sollte ich glaube ich mal austauschen. Aber ich weiß nicht, was ich als Auswahl habe. Wo kommt der Nightwing her? Jetzt habe ich dem Nightwing einen Ball an den Kopf geworfen mittendrin. Bleib drin, bitte. Danke, dann kann ich nämlich so weiter. 4 Stück habe ich erst und der hat auch wieder nur Arbeitsvieh. Ich werde nie gute finden, glaube ich. Ey, Lisa! Dich gibt's auch noch? Ey, davon will ich eigentlich auch noch einen haben. Aber ohne Witz, unbedingt sogar eigentlich. Aber wie das klappen wird, das sehen wir in der nächsten Folge von. Oh, hier ist es kalt. Warum ist es jetzt kalt? Normale Rüstung an? Okay. So. Wie ist so die Fangchance? Ja, könnte höher sein auf jeden Fall. Ah, du bist, machst du das. Gib mir eine Schelle. Wo hast du denn den geschossen? Was ist das für ein Aim? Er guckt auf den Stein einfach hinterher. Ey, Anubis. Anubis, hier ist der Gegner. Da, unten. Anubis? Ja, ich weiß auch nicht, wo du den geschossen hast. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ist gut, danke. Neuer Versuch. Ey, er ist so verbuggt. Leute, Anubis geht's gar nicht gut. Dann mach du mal deinen Wasserball oder so. Oh, ja, oder. Oh, 500 Damage, gar nicht so schlecht. Wasserball vielleicht? Junge, der sieht echt wild aus. Wie, du schießt auf mich. Hä, der hat doch Wasserball oder so. Der hat dir das extra beigebracht. Mach das doch mal. Er schaut sich den schönen Nachthimmel an. Ich glaube auch mittlerweile. Ah, den Wasserball hat er einfach in den Baum geschossen. Sympathisch. Auf jeden Fall sehr gut. So, hier, du bist eigentlich noch nicht bereit dafür, aber mach mal. Los! Level 26. Okay. Stair Battle. Wer wird gewinnen? Ich weiß es nicht. Okay. Guckt ihr euch weiter an? Ihr macht das schon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nee. Ah, ich mach's alleine. Ist egal. Ohne Witz. Ich hol dich zurück. Mach dir keine Sorgen. Oh shit. Ich wollte ihn eh lieber alleine fangen. Jungs. Auf euch ist Verlass. 2% Chance. Reicht. Gott, ey. Wäre da direkt drin um die Welt. Ich hab ja gedacht, ich habe wieder irgendwas umgestellt oder so. Gib mir den jetzt. Gönn jetzt. Bleib drin. Bleib jetzt drin. Jetzt aber. Komm schon.
wackelt zumindest einmal, da habe ich ein gutes Gefühl bekommen. Oh, danke. Mano! Ich werde dich erschießen, wenn du nicht in 6 Bällen drin bist. Ich verspreche dir das. Danke! Das hat doch super geklappt und er hat auch wieder nur eine doofe Fähigkeit. Bin ich so stark? Fürs Gefühl echt so. Gönn doch mal, ey, Varrok, herzlich willkommen. Wie viel Damage macht denn die Pump? LOL! Ich hab die ja voll unterschätzt. Ah, jetzt habe ich doch 3 Stück. Egal. Ey, Varrok, wie ist das Leben? Sag an. Eishauch habe ich gelernt. Mano, mach doch jetzt. Letzter Ball, sonst habe ich nur noch. Ah, ich habe noch 26 gelbe. Danke! Oh Gott, ey. Das ist aber voll gut. Mehr Muskeln als Verstand auch. Das ist gar nicht so schlecht. Kann ich euch einen abziehen? Ich muss 10 Stück fangen. Ist das okay für euch? Danke. Oh, 2% Chance. Ich muss hier ins Bein schießen oder so. Aber ich darf gar nicht treffen eigentlich. Oh, ich habe den hinteren angeschossen. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Crazy viel zu tun hier auf der Arbeit. Echt? Das ist sehr traurig. Ich habe dich immer gerne hier, Mr. Boxer. Das wissen sie ja. Wenn man Clone am Gegner ist. Nein, ich meine, die hat vorher wenig Schaden gemacht, weil ich Bosse nur damit gemacht habe. Und an Bossen macht die weniger Schaden. Was soll ich denn alles dodgen hier? Hör mir auf, ich wollte den zweiten gleich anschießen. Hey, er ist drin. Nice. Ey, der zweite Schuss war geht so gut. 7%, 22%, ey. Hä, warum hat der gelbe Ball bessere Chance als rot? Direkt drin. Nee, das stimmt so nicht. Marius, das stimmt so nicht. Hä, die Pump ist echt gut. Ich bin fasziniert gerade, wofür eine Pump gut ist. Ich lasse es mit ihm schreiben, heute ist glaube ich auch besser für dich, Marius. So wird das ja nix. Ich habe Pfeile bekommen und Weizensaat. Geil, wollte ich schon immer nicht haben, ey. Vor allem, man kann so Drive-By machen auch einfach, ne? Man kann richtig so... Okay, wenn man trifft halt, ne? Aber das macht man halt nicht immer, aber wenn man trifft, ist echt cool. Die Tornados bleiben einfach stehen. Die haben sich umentschieden. Die Sniper-Pump. Echt, so kennt man doch. Man muss dem Ganzen auch mal eine Chance geben. Hitze schon wieder. Ey, ich muss hier einen fangen. Ich habe hier keine Zeit, hier Rüstung zu wechseln schon wieder. Heiß, kalt, da kann sich auch nicht entscheiden. Was ich mal bei PUBG? Ja, bei Fortnite gab es das auf jeden Fall auch. Ey, oh scheiße, das wollte ich gar nicht. Ja, ich verdrückt. Ja, ich verdrückt. Egal. Warte, wo kriegt der erste Headshot? Och, Mano! Ja, zeig mir, wie man richtig schießt, ey. Junge, ich bin einfach der King. So, habe ich davon auch schon ein paar gefangen. Alles für die Erfahrung. Ich bin fast Level ab, fast 42. Was erwartet mich bei Level 240, ist die Frage. Irgendwas Gutes? Da erwartet mich ein Elektrokühler und ein Eisentor und ein Fließbandwerk 2. Und eine Pumpgun. Gut, dass ich gerade meine Pump gekauft habe. Oh, hier ist ein Feuerseil. Raketenwerfer, Relaxasaurus, Raketenwerfer. Junge, Junge, hier ist ja wieder richtig wilde Scheiße. Ey, mit dem will ich gerne rumrennen, ne? Oh, Level 46 erst. Das wäre halt geil. Bei dem, auf dem habe ich alle Sachen, die Movement Speed geben. Da kann ich mit dem rumheizen die ganze Zeit und Rocket Launcher schießen. Das wird mein Leben sehr bereichern, glaube ich. Oh, da ist noch einer davon. Gigasphäre. Ey, wollen wir gleich mal gucken, ob ich so ein Aqua-Ding da ausbrüten kann? Das sollte eigentlich recht easy sein. Oh nein. Nehme ich mit. Jumbo-Ei sogar. Oh. Das ist eins von dir. Gute Eiers. Hier lang. Schaffe ich es da rüber? Ja, klar, schaffe ich es da rüber. Habe ich vorher berechnet, Leute. Macht euch keine Sorgen. Hä, hier sind echt nicht viel ich Bosse, ne? Dieser einzige Boss ist dieser Skorpion-Heini.
Und gegen den habe ich ja gar keine Chance. Gegen den habe ich schon zweimal gekämpft. Der hat mir richtig alle rübergehauen. Ich glaube, ich habe auch einfach die falschen Parts dafür, vielleicht. Vielleicht ist mein Wasserpal gar nicht so schlecht gegen den. War da nicht Boden irgendwas? Alles berechnet. Ich habe es gewusst. Vorher Taschenrechner ausgepackt kurz. Und geguckt. Einfach besser sein. Ach so. Ey, das hättest du mir vorher sagen können, weil dann kann ich ja ich jetzt hin. Bin ja besser geworden. Das wird ja dann jetzt ein easy Ding, oder nicht? Den würde ich halt eigentlich auch noch gerne welche mitnehmen, weil die fehlen mir auch noch. Gar keinen Bock, die jetzt zu fangen. Ja, nö, dann gehen wir da jetzt nochmal hin, ne? Wir machen nochmal einen schnellen Versuch, Leute. Ist nicht hier... Hier, ist das die... Ist das ein Dungeon? Das ist ein Dungeon. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Aber weißt du was? Höhle der sündigen Dünen? Ist das eine gute Idee? Oh shit! Ich war ewig nicht in einem Dungeon tatsächlich. Oh shit! Aua! Hä? Wie sind die gestorben? Hä? Hä, wie sind sie gestorben? Was? Blazehaul, knockt Level 35, woher die Macht? Okay, meiner ist Level 38, komm. Komm an, du bist, wenn es einer schafft, dann du. Junge, ich komme hier rein. Junge, Junge. Junge, an, du bist eigentlich fast gewonshottet. Ich habe keine Bälle. Hier brennt alles, der Boden ist Lava. An, du bist chill kurz. Ich will ihn vielleicht fangen. Oh, ich habe nur 10 Bälle. Alles egal. Ich werde es weitermachen, mir egal. Vier Stück noch. Scheiße, hier kommt noch ein Boss. Hier kommt doch noch ein Boss. Ich brauche dafür auch Bälle. Kann nicht wahr sein. Ach komm. Du hast keinen Bock, ich schieße gleich mit der Pumpe ins Gesicht. Einen mache ich noch. Ich werde ja schießen. Mit grün brauche ich... Ja, komm, weg mit dir. Schmutz, ey. Schmutz wollte ich eh nicht haben. Jetzt habe ich keine Bälle mehr, wenn der Boss kommt. Egal. Wer braucht das schon? Wenn du meinen Tipp befolgst... Welchen Tipp meinst du, Marius, eigentlich? Oh, ich ertrinke den doch nicht. Ist nicht tief genug, hätte nochmal Glück gehabt. Aber die einfach besser sein, den meinst du? Hä, bin ich schon... Oh, ich hätte echt meine Bälle nicht auf den knallen sollen, ne? Was ist hier denn der Boss? Ich bin einfach schon am Ende, glaube ich. Ist das nicht so? Ist das hier nicht da, wo der spawnt? Oh, ne, die sind nicht gleich aufgebaut anscheinend. Anubis, du musst mal eben hier die töten, bitte. Oh, die haben Flammenwerfer, aufpassen. Junge, gut, hä? Anubis, du bist mal useful. Ey, sehr gut. Ey, nichts anderes von dir erwartet. Du bist der Stärkste. Die Frage ist, wo gehe ich lang? Junge, das sind voll die dicken Oschis, oder? Woher kommt das so vor? Da ist aber eine Kiste. Die bewachende Kiste. Die könnt ihr aber nicht bewachen, weil mein Anubis ist da. Oh, shit. Mich bitte in Ruhe lassen. Ich habe damit nichts zu tun. Okay, ich muss hier 1v1. Wo ist mein Anubis? Warum ist der im Wasser? Komm zurück. Ey, Crazy Horse, danke, dass du hier warst, ne? Kommen Sie gern wieder vorbei. Tschüssi. Morgen bin ich wieder da. Kommen Sie gern morgen wieder. Obwohl? Oh, bin ich morgen da? Morgen bin ich bei Hauke eingeladen. Der hat Geburtstag. Oh, shit. Aber vielleicht bin ich trotzdem morgen da. Ich guck mal. Da bin ich, glaube ich, erst nachmittags eingeladen. Ja, Anubis ist echt der Beste, einfach. Guck mal. Ho, ho, ha, hu, ha. Okay. Guck ihn dir an. Was ein Zerstörer. Nichts anderes erwartet. Geht's da weiter? Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss. Egal, was am Ende kommt, ich werde ihn mit grünen Bällen fangen müssen.
Kyrie knockt, ey. Wo kommt er her? Kannst du mir helfen, bitte, Anubis? Ich habe hier so Typen-Aggro. Oh, ich habe eine Gigasphäre bekommen. Hey, ich kann die One-Shot mit der Pump? Oh, das habe ich gewusst. Natürlich. Hier geht es nicht weiter, oder? Ist hier irgendwas? Einfach mal der spontane Dungeon-Besuch. Hier ist einfach gar nichts. Das ist ja lame. Okay, ja, dann gehen wir zurück. Davon muss ich eigentlich auch noch welche fangen. Ich muss echt viele noch fangen. Mir fehlen die alle für den Dex. So. Die Frage ist, von wo bin ich gekommen? Also hier muss ich auf jeden Fall noch lang. Anubis, kannst du die mal entsorgen? Bitte? Oder auch nicht? Oh, er hat die beide auf einmal getroffen. Hä, man kann ihn wirklich trusten. Er ist es. Er ist eine Legende. Nochmal zwei Sphären. Ey, jetzt habe ich schon drei Stück. Mit drei Stück kann ich vielleicht wieder was fangen. Wenn ich denn irgendwann ans Ende komme. Das ist halt die andere Frage. Geht's jetzt? Von da bin ich gekommen, glaube ich. Macher du bist, ja, richtig. Ich habe so Bock auf Server. Dann macht ihr einen. Marius, dann macht ihr einfach einen. So einfach geht das. Oh, hier sind zwei Stück. Oh, komm schon. So. Was? Anubis macht doch nichts. Anubis ist gerade eingeschlafen. Kurz. Ah, jetzt macht er seinen Kick. Sein Roundhouse-Kick. Der hat gesessen. Er will einfach zu mir. Er kriegt einen Headshot. Ja, weiß ich auch nicht, Marius. Weiß ich auch nicht. Hä, was macht der? Er holt Anlauf und läuft gegen den Stein. Man kennt ihn. Junge, ich mach mehr Damage als Anubis. Ist das normal? Ich kann die einfach erschießen. Sagt noch einer, die Schrotflinte ist scheiße. Wer auch immer das in Chat geschrieben hat, hat keiner. Das habe ich gesagt. Okay. So, weiter geht's. Die hauen echt gut rein. Ich habe die komplett unterschätzt. Oh, da ist ein neuer gespawnt. Scheiße. Kurz weg, Kunde. Okay. Bis dann. Bis gleich, hoffentlich. Boom. Wo war ich jetzt noch nicht lang, frage ich mich gerade. Oh. Junge, Anubis. Anubis, sag mal, useful. Craftzeit, ja, das geht aber auch. Mit Anubis ging das echt schnell. Junge, der hat die echt so abgeräumt, ne? Ist das krass. Also die Muni zu craften, das dauert relativ lange, ne? Da war ich noch nicht lang, oder war ich da? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich von hier gekommen? Kann sein, dass ich von hier gekommen bin. Es sieht alles so gleich aus. Das haben die mit Absicht gemacht. Kleine Drecksäcke. Ich glaube, so lang war das nicht, wo ich lang gelaufen bin, oder? Oh doch, von hier bin ich gekommen. Safe. Hä, ja, was kämpft da? Hä, ja, was macht Anubis? Anubis kämpft auf der anderen Etage. Nee. Hä, ja, was geht da ab? Ich will da hin. Gibt es hier irgendwo einen Gang? Ich muss irgendwie rechts und rechts oder so. Keine Ahnung. Ey, kann ich an dem wohl so vorbeilaufen? Was meint ihr? Der sieht eigentlich ganz sympathisch und nett aus, oder? Ja, danke. Hier geht's weiter? Wo geht's hier weiter? Hier sieht es so aus, als wenn es hier nicht weitergeht. Hier, tauchen kann man ja nicht. Ich wollte gerade tauchen gehen, ey. Da wirst du auch blind bei den Räumen hier, ne? Oh, hier geht's doch weiter. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht lang. Oder doch? Hallo? Komme ich hier durch einen Cave-Dungeon irgendwo? Ne, hier ist noch eine Kiste, hier war ich noch nicht. Die hätte ich schon gelootet, aber es sieht so ähnlich aus, ne? Sieht halt alles...
Die haben einfach den NPC gekillt und fressen den gerade. Junge, die fressen den einfach. Okay. Hä, geht's da noch irgendwo lang? Nee. Hä, Dungeons sind voll der Prank. Bin ich nur zu blöd? Ich sehe keinen Weg. Ich sehe nur den Weg jetzt zurück hier. Oh, das ist richtig. Oh, den will ich schon so gerne fangen. Oh, scheiße. Drei Bälle over and out. Drei Bälle. Ich habe schon den normalen nicht gefangen bekommen. Anubis, du rockst das. Der ist echt... Oh Leute, ich dachte gerade, der ist tot. Ich dachte kurz, er hat ihn geone-shottet, ey. Jesus. Ich hoffe, ey. Ich hoffe wirklich. Vorhin hat er es nicht gut mit mir gemeint. Da habe ich so viele Bälle drauf geworfen auf den anderen. Wie viel Damage mache ich mit der Pump? Das müsste ich eigentlich mal abchecken. 100 so? Etwa? Aua! Der Targetwechsel war unerwartet. Ich muss hier mal zurückziehen. Der stirbt mir noch. Wenn ich Scheiß abbekommt. Oh Junge, der eine Ball ist einfach... Hör auf, bitte. Oh Gott. Ich sterbe hier noch selber bei dem Scheiß. Der ist einfach gedodged. Ich zieh ihn zurück. Jetzt stirbt er mir an der Scheiße. Komm schon, Anubis. Die gehen auf mich! Anubis, bitte! Oh shit, ich fliege. Anubis, komm schon. Komm schon, du bist es. Ach man, er dodgt einfach. Er dodgt wie ich oft. Gut. Wir hören auf. Oh, er hat echt wenig Leben. 1% Fangchance, Leute. Okay, einen habe ich noch, sonst muss ich ihn töten. Ey, das war nichts an Chance. Habt ihr es gesehen? 0, irgendwas Prozent Chance. Das sind halt grüne, ne? Kann ich halt drauf knallen. Sieht nicht gut aus. Alter, ich hatte kurz Hoffnung. Ich hatte kurz ein bisschen zu viel Hoffnung. Ne! Was? Ja, gefasst! Ne! Das kann nicht. Das kann nicht, das war 0, irgendwas Prozent Chance mit einem grünen Ball. Ja, nee, mach ich halt so. Was soll ich sagen? Einfaches Ding. Dungeon geschafft. Oh, Pump Blueprint? Ich hab nicht mal geguckt. Oh lol, ist das die Pump? Ungewöhnlich. Smaragd, die kann man nur verkaufen, oder? Heute Lucky Day, heute wirklich Lucky Day. Also heute kann ich mich null beschweren. Den Skorpion mache ich jetzt aber nicht mehr, ey. Schnauze voll. Jetzt habe ich Schnauze voll. Das war genug RNG, ey. Kann ich eh nicht fangen. Scheiße, ey. Das war krass. Das war wirklich krass. Aber ich hab's... Alter, ich glaube normalerweise hätten Leute es wahrscheinlich nicht mal probiert. Aber ich probiere es halt immer. Ich glaube, die meisten Leute hätten die grünen Bälle gar nicht mal draufgeschmissen. Hätten so gesagt, ja, scheiß drauf, wird nix. Aber ich mach das dann einfach und dann klappt's auf einmal. Einfach mal Glück haben auch im Leben. Da müsst ihr ja nicht noch lang fliegen. Aber scheiß. Scheiß drauf. Wir gehen nach Hause. Wir gehen erstmal nach Hause. Ausdauer aufladen hier noch eben. Gezwungenermaßen. Oh, noch. Ist das ein großes? Gewöhnliches Jumbo-Ei. Weißt du was? Da könnte auch irgendwas drin sein. Nehmen wir mal eben mit.
Ey, diese ganzen Bosse, ne? Ich hab 0,0 Plan, wie ich gegen die antreten soll. Der eine 37er Boss hat mich heute schon nass gemacht. Ich muss, glaube ich, echt ein bisschen die hochbreeden oder so. Wollen wir mal einen guten Astagon machen, vielleicht? Das ist ja eigentlich auch ein Boss. Vielleicht soll ich mit denen einfach mal ein bisschen vernünftig machen. Ich glaube, ich mache mal so ein bisschen Brüterei zwischen den Streams, ey. Dass ich einen guten habe, einen richtig guten. Guck mal, da steht Astagon schon. Er guckt einfach oben vom Haus zu. Ach, danke, ein Anubis-Ei. Und jetzt fehlt hier schon wieder das Männchen. Was war das Männchen? Der Pinguin nicht. Bushi ist das Männchen. Bushi, wo bist du? Bushi, komm heim, ey. Direkt wieder rein da. Weitermachen. Panking ist halt auch dahinter. Das passt doch schon wieder vorne und hinten nicht. Ey, das ist doch echt. Guckt euch auch das da an. Was ist das für ein Game? Also in der Hinsicht, das ist echt anders, Buggy, ne? Die KI, wenn man irgendwo hin travelt oder so, einfach komplett RIP. So, weitermachen. Dankeschön. So, jetzt checken wir einmal ganz schnell zusammen die ganzen Eier ab, die ich eingesammelt habe. Die sind Insta-fertig. So, das müsste doch hier Anubis sein, oder nicht? Ne, das Dicktoy ist was zum Teufel? Ist das Anubis? Jetzt weiß ich schon selber nicht mehr. Das ist Anubis mit Motivationscoach und was weiß ich nicht alles, okay. Was ist der hier? Pristler. Wow, wollte ich schon immer nicht haben. Und das hier? Das ist bestimmt die Katze. Ich call's jetzt schon. Diese komische Kackkatze, die keiner mag. Nee, doch nicht. Lovanda. Nein. Ah, die mögen einige ein bisschen zu sehr, glaube ich. Habe ich jetzt hier wieder alles am Start? Ich muss echt den Saft da anschmeißen. Kann ich das? Ich brauche 16 Anubis, glaube ich. So viel habe ich, glaube ich, auch nicht. Anubis? Brauche 16. Das hier sind nicht genug. Ich habe noch nicht ganz genug. Wir müssen echt die Zucht vorantreiben. Das geht echt drüben ab. Ja, was wollte ich auch noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. An den Händler nochmal rauswerfen und gucken. Wo ist der? Hier. Gegen den? Hallo, Mr. Händler, Sir. Was haben Sie Schönes? Guter Läufer. Nehmen wir. Muskel als Verstand. Nehmen wir. Tatsächlich, mit dieser Biene kann man super viele Sachen züchten. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt geht der Händler auch schon wieder nicht. Perfekt. Die anderen konnte ich wieder nicht nachgucken. Händler schon wieder defekt. Händler backt auch rum. Händler, bitte. Darf ich nochmal irgendwie? Hast du noch was Gutes? Ah, ich kann wieder die Daten nicht abrufen. Ja, schade. Wollte ich eh nicht wissen, ob du was Gutes hast. Dankeschön. Händler, du bist einfach der Beste. So. Aber ich würde sagen, das war der krönende Abschluss des heutigen Tages. Wir haben viel geschafft. Ich habe heute 9 Boss weggeknackt, die ich noch gar nicht gemacht hatte, in diesem komischen Turm da. Ist ja nicht abgestrichen, in dem Turm da, den habe ich gemacht. Dann, den wollte ich eigentlich, den haben wir gemacht. Wir haben echt viele Bosse hier unten gemacht, die ich alle noch nicht gemacht habe. Wir waren in einem Dungeon, wir haben davon noch welche gefangen. Wir haben mehr von der Map aufgedeckt. Irgendwie habe ich echt super, super viel geschafft sogar. Krasse Scheiße, ja, das war's von mir für heute, Leute. Danke, dass ihr da wart. Das war meine Ehre. Ich bin morgen wieder da, ne? Morgen gehe ich euch wieder auf den Sack. Wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Zeit ich schaffe. Kommt gerne wieder vorbei morgen. Und wir hören uns, ne, Leute. Es war echt super. Schön, du Arsch. Selber. Hab dich lieb, Marius. Tschüssi. Danke, dass ihr da wart. Hab ich lieb.